Hallo, liebe Leute, willkommen jetzt zu einem neuen Let's Platin Together Teil hier bei mir auf dem Kanal Elder Scrolls Online. Na, das ist natürlich hier Let's Platin hier nicht ganz so richtig, hier eher Let's Try Platin oder Let's Try 100% Platin sogar im Together natürlich, weil Elder Scrolls Online, gehe ich kurz mal hier mal auf die Trophäen damit ein, ist natürlich hier so eine Sache, klar, Online-Game, und ich habe da schon mal zwei Trophäen hier geholt gehabt, weit vor der Zeit, dass ich hier jedes Mal gestreamt habe, ist das Ganze, na, wie man das hier sieht hier, 18.06.2015 hatte ich da mal hier, Servus der Ratio, mal was mit aufgenommen. Aber ich habe dementsprechend wieder weggeschmissen, genauso auch wie den Charakter gelöscht, weil das Ding war, wenn wir jetzt hier das hier machen, Platin bevorzugt, natürlich hier im Korb hier. Ist aber, ja, noch so eine Sache, weil das Hauptspiel an sich hat ja hier unter anderem diese tolle Kaiser-Trophy. Die ist ja, wo ist sie denn jetzt? Wo ist denn die Kaiser? Da, hier. Genau das hier. Dominiert das Schlachtfeld des Allianzkriegs und werdet Kaiser von Tamriel. Geht natürlich nur, wenn man alle sieben innere Türme besitzt. Die eigene Fraktion, die man da spielen. Genauso natürlich auch, wie du dann die maximal oder halt die höchsten Punkte haben musst von allen. Was natürlich dementsprechend hier PvP-Hardcore-Suchten heißen würde, wenn man die holt. Deswegen mal schauen, ob wir das hier hinkriegen, dass wir Kaiser werden. Deswegen auch Let's Try Platin. Weil es könnte wieder durchaus auch sein, dass wir halt alles andere holen. Meister Fischer ist genauso eine Kack-Dings mehr oder weniger, weil da gibt es zwei Fische, da angelt man schnell, weil sie 8 Stunden, um die Fische zu angeln. Aber gut, die ist doch eher machbarer wie Kaiser, sage ich jetzt mal. Deswegen hier mal gucken hier, wie es da ausschaut hier, dass wir die Trophäen dementsprechend hinbekommen. Und weil ich gesagt habe, hier mit 100%, wir machen nämlich hier die ganzen DLCs hier dieses Mal mit. Also Imperial City, Orsinium, Thieves Guild, Dark Brotherhood, Shadow of the Hist, Morrowind, Horns of the Reach, Clockwork City, Dragon Bones. Die machen wir alle fertig und dann eventuell sogar auch noch mit Somerset, was ja in dem Fall am 5.6.2018 kommt das Ding ja raus. Das werden wir auch noch mitmachen, das heißt jede Menge Trophys zu holen, jede Menge Spielstunden, sehr höchstwahrscheinlich auch mit. Bringt das so an sich, klar, andersweitig hier groß nix. Ich hab's, genau, Serverauswahl ist natürlich Europa, ne, der mitspielen will, kann gerne da mitspielen. Wir werden auch dementsprechend eine eigene Gilde dann gründen, wo ihr dann da reinkommen könntet, wenn ihr wollt. Und ja, dann alles weitere sehen wir dann gleich mal noch, wie wo was wir denn da groß spielen. Gilde wird zwar klar fraktionsoffen sein, ne, von dem her ist es dann Wurst, weil welche Fraktion ihr spielt. Wir sind jetzt hier aber in dem Fall auf Altmeri dominieren, weil natürlich der Holger gerne ein Nightblade, also Nachtklinge spielen wollen würde. Und da ist natürlich Waldelf bevorzugt hier als Rasse. Und da er noch nie das Spiel gespielt hatte, also somit keinen auf Stufe 50, war er so gezwungen, dann Altmeri dominieren auszuwählen. So, ist in dem Fall das hier, Altmeri Dominion. Na, genau gesagt, ich gehe mal kurz auf neue Charakter, falls ihr das Spiel gar nicht kennt. So, hier ist die ganzen Allianzen und Altmeri Dominion steht auf der rechten Seite Hochelf, Waldelf und Khajiit, diese Katzen. Deswegen hier hat er das nehmen müssen. Er hat hier nicht die Auswahl, dass er hier alle Klassen mit allen Rassen, alle Fraktionen spielen kann. Na, deswegen hier haben wir uns gar nicht auf Altmeri Dominion. Wenn ihr dementsprechend was anderes sein solltet, wie Dolchsturz oder ja, Ebenherzpakt könnt ihr drin auch hier rein in die Gilde. Soweit es natürlich existiert. Wir fangen natürlich jetzt klar von vorne an. Wie man das hier sieht, mit dem hier habe ich extra dargestellt. Das Intro habe ich übersprungen. Na, weil die Möglichkeit hatte ich ja klar. Ich kenne die Spiele vom PC damals noch. Natürlich ohne DLC, ist ganz normal. Seit Beta kann man so sagen. PC Release. Und danach habe ich es immer noch hier eine Zeit lang weiter gedattelt, sodass ich hier einen Held auf Veteranenstufe hatte. Oder mehrere Helden sogar auf Veteranenstufe. Na egal. So, das hier ist jetzt in dem Fall der Charakter für jetzt. Deswegen hier, kurz hier nochmal rein, weil das Audio ist ja ein bisschen zu laut. Machen wir ungefähr mal so, das durfte, ja, machen wir so. So, das durfte besser hinhauen hier. Von der Lautstärke her. So, den Rest sehen wir dann mal noch hier generell. Und dann Rest müssen wir dann noch einschalten, dementsprechend, wenn wir drin wären. Also gehe ich einfach mal rein. Ich habe jetzt hier, ja, sieht man ja, Hochelf Hüter, ne? Weil Hüter kenne ich rein gar nicht, deswegen hier habe ich mir den so gemacht mal, dass ich mal hier was Neues von dem Spiel sehe. Ja. Deswegen mal schon mal einloggen, Interface einstellen und dann hier geht es ja auch gleich los. Holger ist auch schon unterwegs, schreibt er gerade. Sehr schön. Da kann man schon mal beiläufig mal während er hier lädt die Party machen. Ja, bin mal gespannt, ob das hier hinhaut. Wenn es natürlich hier wieder Stufe 50 wären, da jetzt mal, werde ich das Ding wahrscheinlich mal probieren, auf Hardcore-Suchten PvP zu spielen. Ja, mal gucken, ob es hinhaut mit Kaiser, ne? Das ist natürlich so eine Sache, ja. Ja, weiß ich's Wort. Genau, deswegen habe ich ja so mit angefangen hier gerade.
Ja, hier, da ist noch mal einer dabei. Hier ist ja hier Wilma. Hast du hier bei mir im Chat hier in Twitch? So, nehmen wir so aus, wir gerade ihn hier. Dass wir ihn schon mal drin haben. So, genau. Pop. Ist schon mal an hier. Nee, brauchen wir nicht. Danke. So, ich habe das. Servus, Holger. Ja, ich habe dich gerade schon eingeladen. So, man sieht, seit es hat, habe ich schon ein bisschen unten eingestellt, wie man das hier sieht. Nur ich glaube, die Kamera ist noch nicht ganz hinten irgendwie. Deswegen muss ich ja gerade nochmal schauen, ja, weil es natürlich hier noch eine Umgewöhnung von Tag. Moin. PC auf PS4. So. Ne, passt, habe ich sogar. Okay. Ja, bist du auch schon drin? Nee, ne? Ich bin gerade mal am Laden, aber Moment. Okay. Ja, es passt. Ah, halt. Immer alles einsammeln. Ein. So. Ha. Power looten. Ja. Wir probieren es halt hier das Wort. Na, hier mit dem Fischen, sage ich jetzt mal, mit der einen Dreckstrophie, genauso wie Kaiser. Na. Muss Probieren natürlich wir halt mal mal. kurz hier Headset-Lautstärke und Oh, so wie immer zapft einstellen. es! Ein Uhu macht Uhu, Uhu macht der Uhu, da freut sich der Bayer. Ja, Da ne? freut sich der Bayer. Ja, alle klar, so. Scheiße! Was? Ich wollte, stell dir einen vereisten Wald vor. Ich habe mir das extra schon hier in ein Dokument kopiert. Der komplette Spruch von stell dir einen vereisten Wald vor. Also, Eloy. Aber beim nächsten Mal bis dahin habe ich sie eh nur vergessen. Na. Ja. Ja, hi. Bis Tag, Maxi. Ich bin noch am Laden, also ich bin jetzt schon bald drin. Jetzt muss ich noch den richtigen Charakter suchen, weil meinen Khajiit wollen wir nicht. Nee. Ich schätze mal hier, du willst das Interface wahrscheinlich auch nur einstellen, ma? Oder willst du das bei Standard lassen? Meinst du mich? Ja, wen sonst? Was soll ich denn da großartig umstellen? Ja, die Kamera wieder nach hinten, dass du mehr siehst. Na, Instant Loot, also generell alles looten. Und so Ja, Zeug. das alles looten ist aber scheiße, weil das Indie geht so schnell voll und dann kriegst du ja sowas wie Gerste und so ein Scheiß. Ja. Das ja. Also ich habe keine Ahnung. Ja, gut, Warte das mal, musst du wissen, Kronen, aber was ich habe sind immer da? Autoloot, weil ist mir lieber einmal nur X drücken und alles hier einsammeln ist mir lieber. So, wie macht man das? Einstellung, denke ich mal. Video? Ne, Einstellungen und dann zum Beispiel bei, also Kamera, ne? Hier saß mal kurz da rein. Okay. Und dann relativ weit runter da mit, je nachdem wie du spielst, dritte Person Sichtfeld, ne? Ganz nach rechts oder halt Ego-Perspektive Sichtfeld ganz nach rechts. Ja, ich spiele beides. Ja, dann mach beides nach rechts. Na, also auf jeden Fall hier weiteren Sichtfeld. Okay. So. Ja, und das Autoloot ist ja unter Spielwelt, ne? Nee, das mache ich, wie gesagt, weil ich diese Gerste und so ein Gedöns will ich noch nicht. Gut, dann Moment. Wenn Also ich unter. stehe dann übrigens schon draußen, ne? Also ich Ja. bin praktisch schon aus dem Häuschen draußen. Willst Bin du heute. Untertitel? Ich habe Untertitel an, Ja, glaube okay, ich. passt. Ja, und dann musst du eben nur unter Oberfläche einstellen, wenn du willst. Was kann man da noch einstellen? Oh Gott, das habe ich noch gar nicht gemacht. Einstellung, Oberfläche, Online, Menü bevorzugen, automatisch, Ja, Questübersicht. gehörst du übersichtlich bei dir ein, ne? Ja. Passt. Dann das Wichtigste ist eigentlich Kampf. Weil da habe ich hier da die Schnellleiste generell auf Einblenden, ne? Bei Oberfläche. Bei Kampf. Ja, bei Oberfläche. Ja, das war's. Da war nur noch guck nach der Quest halt. Siehst du nur Kampf? Im Menü ganz unten. Oberfläche, Namen, soziales Kampf. Ach da, alles klar. Schneller ist er automatisch. Ne, einblenden. Weil automatisch hier geht's nämlich hier raus, wenn du hier nichts machst. Und das, also ich zum Beispiel kann es nicht ab.
Ah, okay. Deswegen habe ich Stellleiste einblenden, Attributsleisten immer anzeigen. Ja, Ressourcenanzeige, Zahlen und Prozent. Ressourcenanzeige, Zahlen und Prozent, okay. Ja, Tipps im Kampf, musst du wissen, ob du die haben willst. Bin ich bei automatisch. Ja, ultimative Kraft, Wert habe ich auf 1. Ultimative Kraft. Ach da. Hallo? Ah, jetzt. Ja. Und bei Kampfereignisse. Ja. Die Kampfereignisse hier, das musst du auch wissen. Wenn du das natürlich alles auf einschaltest, hier, da wirst du voll gespammt auf dem Bildschirm. Nee, das habe ich aus. Ja, passt, habe ich auch. Mein Ausweis ist relativ mir egal. Ja, der Rest wird schon mit der Zeit kommen. Ja, bei Namenanzeigen habe ich halt, also bei Namen habe ich Namenanzeigen ein. Genauso wie Titelanzeigen ein. Da muss halt Ubisoft. Ne, bei Namen. Eins drüber. Zwei drüber, wenn ich bin da. Ups, ja, kann auch sein. Eigener Charakter immer. Kann ich jetzt mein. Oh Mann, da steht ja bloß Dragon Dash Legion. Ich dachte, ich kann meinen geilen Namen da lesen, den ich den Charakter gegeben habe. Nee, Arkanter bist du nicht. Alter! Mir hat gerade so eine Tussi Eisschaden gemacht. Okay. Ist die doof? Ihr seid das Erscheinungsbild, oder? Also ich habe jetzt so Eiszapfen an meinen Ärmel. Ich habe doch gar nichts gemacht. Geh weg. Ist so doof. Oder vielleicht. Oder war das ein Buff? Keine Ahnung. Ja, klar, Maxi, Moment. Machen wir gleich. Ja, ja, das habe ich auch schon eingestellt. Lootest du dann immer alles, wenn du einfach nur eins anklickst oder beim Vorbeilaufen? Ja, nee, ich muss halt schon hier, Da immer da drauf gehen. Ne? Also hier X drücken einfach und hier wird halt alles gelootet. Was ich, wenn zum Beispiel zwei, drei Gegenstände drin wären, dann lootet er gleich alles. Ach, das Entdeckerpaket, was du gerade siehst. Das habe ich glaube ich auch, ne? Könnte sein. Gut, was ist denn das jetzt her? Scheiße. Erzählung, Aussehen, Nachrichten. Einrichtung. Nachrichten. Achso, kann ich gleich mal hier das machen, ja. Huch. Yoshiko, dankeschön. Asura Kira, geiler Name. Hä? So. Wo stehen bei dir Nachrichten? Das ist doch schon wieder Beschiss. Baby, nein, Kira, weg hier. Ganz unten. Also, wenn du Options drückst und dann ganz unten. Options? Da steht bei mir Auslocken, Einstellungen, Hilfe, Soziales, Tagebuch. Achso, oh. Ja, dann, Hier, ja, Nachrichten. Soll ich da alles annehmen oder hast du jetzt erstmal nur das Paket? Ja, also waren ja nur zwei Sachen zum Annehmen. Der Rest ist einfach nur zum Lesen. So, jetzt aber. Vor 3 Tagen erhalten. Läuft in 30 Tagen ab. Ja, und ich habe es vor 3 Tagen erhalten, aber kann ich nicht mitmachen. Ja, ist doch. Na, keine Ahnung. So. Inventar. Vorräte. Einladung nach Wadenfell habe ich da jetzt. Trophäe. Ja. Nutzungsgegenstände. So blöde Frage, wo bist denn du? Hallo. Tag. Ich stehe hier dran. Nee, nicht über die Brücke laufen. Wo? Eine Frage, wo seid ihr? Ja, Moment mal, wir müssen uns gerade selber finden. Also ihr seid nicht im normalen Stadtgebiet von Altmere dominieren. Nee, Wadenfell. Also Startgebiet von Morrowind. Ist. Ach, das. Ach, du hast Morrowind nicht, ne? Nee, ich hab nur das normale Haupt. Ich hab nur das Hauptspiel. Na. Da musst du ungefähr so 10 Minuten warten. Weil wir müssen ja dann so 2-3 Quests machen, dann sind wir auch da. Ja gut, okay. Du musst mich aber mal einladen. Wahrscheinlich Jörg, weil.
Ich stehe eigentlich da, wo man die Quest annehmen kann. Ah, okay. Ja, Moment. Aber ich weiß halt nicht, wie das geht. Das ah, du bist nicht online. Wie ich? Ja. Warte, muss ich anders machen. Du bist wahrscheinlich erst. Was? Schneller gerade? Das Soziale ist Gruppe, muss ich da wahrscheinlich. Aktuelle Gruppe? Hä? Verliesschwierigkeit, Spieler einladen. Also dich könnte ich, glaube ich. Ne, zuletzt online. Du bist nicht online. Ja, warte mal kurz. Mach's immer so. Da! Ah, das. Warte bitte. Punkt, Punkt, Punkt. So, jetzt. Aber ich seh nur hier Wilma. Ne? Spieler einladen. Alle Freunde. Die. Wo seid denn ihr alle? Wieso sehe ich denn euch nicht? Ist ja noch keinen Reiter gewählt, ja. Lorana, bist du das? Ja, ich hab Dragon Dash Lied schon in eine Gruppe eingeladen. So, dann machen wir den anderen auch noch gleich hier. Ja, jetzt hab ich beide eingeladen. Oh. Egal. Ja. Ich bin jetzt auf Annehmen. Ah. Ja. So. Maxi ist drin. Hä? Mann, aber ich kann nicht zu euch, weil ich ja das DLC nicht hab. Ja. Ja, wie gesagt, wir müssen ja theoretisch nur zwei, drei Quests machen maximal, dann sind wir, können wir ja hier aussuchen, wo wir hinwollen. Ihr ladet doch mal ein. Also, ich bin eigentlich auf Annehmen gegangen. Spiel einladen. die Startschwierigkeiten waren aber klar. Verdammt. Ja, dieses Spiel ist bereits in der Gruppe. Ja, ja, das weiß ich auch. So. Ja, wir sollen, ja, wäre von Vorteil, ja. Ey, das sieht aber cool aus. Der Malta hier gerade so ein Sternbild und dann werde ich gerade weggeportet. Okay. Also für die Leute, ne, ich kenn's so gut wie gar nicht. Ich kenn Tamriel, ja. Das Stadtgebiet von den Nord und das war's. Ja, so, das was ich anfangs gesagt habe, deswegen spielen wir ja auch Altmeri Dominion, wegen dir, ne? Ja, wegen mir. Höp, höp. Aber noch bist du nicht da, ne? Nee, lädt. Jetzt stehe ich hier bei irgendeiner Pflanze. Bei dem Wegschrein stehe ich. Also komme ich jetzt mal zu der Quest gelaufen. Warte mal. Ah! Da, bist du da. Hi! Hey! Aber man sieht trotzdem nicht meinen geilen Charakternamen. Doch, kannst du halt sagen lassen. Ja, man sieht meinen Accountnamen aber halt mehr nicht. Nee, Anzeigenname, Online-ID bevorzugen oder halt Charaktername bevorzugen. Kann ich einstellen. Warte mal, du heißt ja dann, wenn wir stehen. Was? Sneedlewoods. Oh mein Gott. Ja, und es geht aber, wenn du Options drückst oder Einstellungen, na, und dann hier Oberfläche. Da ist Anzeigename, Charaktername bevorzugen oder halt Online-ID. Ja, das ist ja nicht so. Sneedlewoods, oh Mann. Komm, der ist gut. Pilze! Wie Pilze? Ja, ich kann ja Pilze auf den Boden setzen, zum Heilen. Ach so? Jawohl. So, du willst jetzt aber nicht eher alle Texte durchlesen, oder? Von dem Spiel. Nein. Nee, Quatsch. Gut. Aber ich muss die Quest wahrscheinlich noch selber annehmen. Oder kannst nur du das? Weiß ich. Wo bist du jetzt? Da bei erkundet Vivek. Typ. Könnt ihr nicht schon voller wegreisen? Nee. Baby, geh doch mal bitte. Was? Also bist du da vorne? Nee, geh noch nicht. Die Altschicks-Quest müssen wir fertig machen. Baby. Du weißt, dass du da nicht hin darfst. Was machst du da jetzt schon? Oder könnt ihr nicht vom Wegschreien zu den anderen Wegschreien reisen? Baby! Ja, weiß ich nicht, was er jetzt gerade vorhat hier. Warte mal, ich guck mal gerade. Ich hab ja die Quest angenommen.
Ja. Ich schreine. Hallen der Fertigung? Nö, geh nicht. Oder? Also ich bin hier unten. Oh doch. Bei. Geht? Ja, Kenas Rast. Das ist das Stadtgebiet vom Altmeri. Oh Gott, wo waren es nochmal? Unten links. Kenatus Rast. Jetzt habe ich schon die Quest genommen, scheiße. Kleine Insel, da wo auch mein Pfeil ist auf der Karte. Ah, da. Ach, ja, stimmt ja. Da, ja. Da startet man auch, wenn normal in den DLC. Könnt ihr da nicht einfach hinreisen? Ja, ich probier's mal, was jetzt passiert, wenn ich das Ding da trigger, ob er da mitgeht oder nicht. Wo ist jetzt mitgezogen, Holger? Nö, ich stehe hier doof rum. Ja, dann gehen wir da hin, zu dem Wegschrein. Weil ich ja jetzt gesehen habe, wie das geht. Ja, X drücken. Ja, wohin? Ja, dann L2 so lange drücken, bis du die Weltkarte hast. Und nicht nur hier das, die Gebietskarte. Ja, so weit bin ich. Ja, und dann ganz oben. Da müsstest du hier so kleine Pfeile sehen. Oder im Fall von ihm eine Krone, weil er Truppführer ist. Genau. Das ist Kenatis Rast, wenn du drauf bist. Also ganz unten im Süden, mit dich. Es lädt. Warte mal, ist jetzt aber anders. Hi. So, dann schmeiß ich kurz mal die Quest da nochmal weg. So, passt. So. Ja, warte mal, wir geben das mit den Quests wegschmeißen, weil ich hab da. Geht zum Andoho Adel. Options. Mit einer Fähigkeit kann ich fast winken. Ja? Dein Tagebuch und dann Quests. Tagebuch. Ja, da wäre das wahrscheinlich die Rangliste für schwere PvP dann interessant. Ja, da wäre jetzt die Quest aus und dann machst du einfach nur, ich glaube, drei ich oder so. Ich muss, ach hier, Wadenfell. Aufgeben erstmal. Gut. Und jetzt habe ich hier einen Sturm am Horizont. Ja, das ist die Quest, die man hier bekommt, wenn man hier hingeht. Dann sollen wir die auch direkt machen. Jetzt verpasst er mir auch wieder diese Eisarme. Ja, ne? Ich hau dir gleich aufs Maul. Du. Entschuldigung. Was bringt die Arme? Was bringt denn das? Rüstung. Sieht gut aus. Ja, also ich kann heilen, weil ich Templer bin. Ja. Ja, ich kann auf die Fresse hauen. Wohin zu aus? Weil ich... Keine Ahnung. Die Quest, die ausgewählt ist, ein Stück. Ja, hat aber zwei Trigger, links und rechts. Ne, hat nur einen. Der weiß ausgemalte ist der Trigger, der gerade, wo gerade die Quest aktiv ist. Ja, sind aber trotzdem zwei. Einmal links ist ja die Seewipern und einmal rechts von uns ist die Untoten. Das sind ja zwei Ziele. Untote klingen doch gut, oder? Warte, ach, ich muss noch unten mit der Kommandantin reden. Dann habe ich auch die zwei Markierungen. Ah, na dann. Möchtest du meinen Sneedlewood sehen? Ach, guck mal. Oh Gott. Was denn? Da ist er ja. Da schreibt er da nichts. Wer denn? DJ 50 Cent. Ja, der. Warte mal. Was bist denn du für einer? Soll das Splinter sein? Nee, ist der Wilma. Ach, Wilma Jocken. Ja. Ja, warte mal hier. Alles Gruppe einladen. Ich kann nicht auf seinen Kopf springen. So. Achso? Ja, macht ja nichts. Aber die Gruppe rein kannst du ja. Ne, dann machen wir es halt so. Mal eh nur die ganze Quest hier oder mehr. Ach, Dachsplinter. Ja,
Menü. Hey, Spinder. Macht mir Feuer Schaden. Ja. So, jetzt habe ich auch die zwei Markierungen. Was? DJ 50 Cent, alles klar. So ja. DJs. Und nü? Ah, da ist er ja. Hallo. Ja, Untoten. Ich mag Untote. Ja, dann müssen wir da lang, theoretisch. Wohin? Da, Richtung Osten. Na, zu den Untoten. Das andere wäre aber näher gewesen, egal. Ja, ja, wir müssen doch so oder so an beide Orte. Ja, das stimmt auch wieder. Hui! Ja, ich, ne? Ich will Leuten aufs Maul geben. Oh, da ist eine Quest. What? Ja, da, der schwarze Marker. Der schwarze Marker mit dem weißen Umrand, mit der leuchtenden weißen Umrandung heißt, da ist eine Quest. Ohne weiße Umrandung ist, da ist eine Quest, die du schon angenommen hast, aber gerade nicht ausgewählt ist. Tja. Begonnen. Familiengeschäft, alles klar. Aber wir bleiben trotzdem erstmal bei einem Sturm am Horizont, oder? Ja. Wobei das andere jetzt hier gleich ums Eck wäre. Da direkt auf den Feldern. Ja, obwohl, es kommt das gleiche raus. Ach, Schwurst. Naja, aber wir machen wir ja Sturm-Dingsbums. Okay. Ich häng fest. Warte mal auf mich. Easy. Eisenstreitkolben. Käferbeine. Hey. Nehme ich mit. Ach ja, wenn du in die Stadt reinrennst, selbe gezogene Waffe, kann es teils Probleme geben, ne? Deswegen ja. Analogstick links gedrückt halten, oder schickst die Waffen weg. Ich bin jetzt ein Skelett. Easy. Ach so, jetzt wollte ich das Skelett schippen. Nee, jetzt bin ich. Oh, Untoter, Attacke! Ich dachte, das passt so, weil wir jetzt zu einem Feld der Untoten gehen. So kannst du dich verwandeln. Ich glaube, das ist fürs Beenden der Story, bekommt man diese Verwandlung. Ja. Yep. Ist auch egal, mit welchem Charakter. Hey, da ist eine Himmelsscherbe. Auch. Hä? Habt ihr auch die neue Quest? Wo hast denn du jetzt die Himmelsscherbe her? Bitte. Nee, hier. Siehst du das Leuchten? Hier ist eine Himmelsscherbe. Was kriegt man dafür nochmal? Fähigkeitspunkte oder sowas, ne? Ja. Nach 3 Stück, ja. Ah, okay. So, dann müssen wir jetzt die Quest Tränen der 2 Monde machen. Aber mit den Questgeber musst du trotz Gruppe auch immer einzeln labern, oder? Weil ich hab jetzt mit der gelabert und dann wurde erst getriggert. Ja. Ah, okay. Na? Servus! Da läuft er durch mich durch. Sag mal, Maxi, du müsstest den eigentlich total heiß finden, oder? Du willst ihn doch bestimmt die Klamotten vom Leib reißen. Nein, danke. Oh Mann, ey. Was für Gedanken du kommst, da könnte mein Bruder sein, so wie ich aussehe. Ja. Nee, das sag ich nicht. Hm. Easy. Achso, Holger, das war ja das, was du gemeint hast mit deinem Magikar-Gedönsel. Das sind ja nur diese Anfänger-Tipps, die du meintest. Kann das sein? Nö. Was seid ihr? Überall im Rumtickel hier. Weil du kannst ja hier die Anfänger-Tipps umschalten auf deinen, auf Skill und mit Ausdauer. Wenn du ja da rummeckerst mit deinem Magikar und so einen Scheiß. Musst du so sprechen? Eieiei. Upp. Yeah, 2 Gold, ich bin reich. Cool.
Gib was ab von deinem Reichtum. Das ist doof, wenn ihr so nah dran seid, sehe ich die Krone oben nie und wo wer ist. Was für Rüstung benutzt ihr eigentlich? Keine Ahnung. Standard. Mittlere. Achso, so will das auch. Leichter. Achso, ja, da laut Tipp am Anfang erstmal alles. Ja. Okay, also. Falls ihr vielleicht Heilungsstäbe oder leichte Rüstung findet, könnte ich die bekommen. Der Loot ist mittlerweile random. Kriegt jeder was anderes. Also prinzipiell die. Aber wenn ihr was bekommt, wir können ja tauschen. Wir können handeln. Jop, denn ja. Weil ich gehe auf Heilungsstab, leichte Rüstung. Ey, dass du als Skelett rumrennst, macht mich gerade wahnsinnig. Soll ich mich zurückwandeln? Wäre vielleicht nicht ganz so verkehrt, weil ich will jedes Mal auf dich hauen. Okay. Ja. Aber wenn wir aus dem Skelettgebiet draußen sind, geht das. Nein, ich bleib jetzt so. Ich bleib jetzt in Arconia. Yeah! Der Schutzzauber wird uns nicht lange abhalten. Oh. Aber hier, diese Nachtelfen, die sind ganz schön klein. Ich habe den fast schon auf maximale Größe geschraubt, weil ich dachte, naja, wird ja ungefähr gleich sein, kannst du knicken. Ich bin voll der winzig. Und vor allem meiner sieht aus wie ein Asiate. Hey! Ah, nice. Easy. Oh ne, Johannes nochmal. Überlege ich gerade auch. Ah, ihr mit euren Halbpisten, komm, ich mach das. Also ich habe schon zweimal gedrückt, ohne eine gewischt zu kriegen. Ist gut, oder? Oh. Wartet mal. Okay, jetzt habe ich eine gewischt bekommen. Hier, das ist die Säule da hinten, das ist Teil 1 hier bei mir. Die Säule müssen irgendwie aktiv werden. Ja, oben und unten ist gar nichts. Dann ist hier Sichelmonde. Der da hinten ist schon aktiv. Also ich würde sagen, zuerst gar nichts. Ja, dann ist es dann das hier. Oben Gold, unten Silber, dann beide voll und dann oben Silber, unten Gold. Stimmt, also hier. Auch nicht. Hä? Ganz hinten, gar nichts. Dann zweimal die Halbmonde. Ja, zuerst den, wo nichts ist. Dann den großen Gold und den kleinen Silber. Dann ja, die beiden voll. Ja. Und dann den hier. Und fertig. Hab ich doch gesagt? Ihr hört ja nicht. Aha. War doch easy. Vor allem, wenn die Lösung hier an der Wand steht. So, höp! Müssen wir da jetzt rein? Ja, klar! Jap. Was macht er dort oben? Oh, hier. Können wir direkt. Lasst Rorelion jetzt in Ruhe. Wir müssen das beschwören. Oh je. Haltet die Untoten von mir fern. Warum? Kann die das nicht selber? Warte, anscheinend nicht. Boah, ich hab grad so viele Anzeigen auf dem Bildschirm, ich weiß gar nicht, wohin ich muss. Ja. Aber ist es wenigstens so, dass die EP
Wenn ich jetzt mal auf ein Vieh nicht mit drauf hau, dass ich trotzdem WP krieg, wenn ihr ein Vieh umhaut, oder? Wenn du in der Nähe stehst, ja. Ja, ich renn ja, wenn ich euch sehe, nur bei euch rum. Obwohl. Nee, machst du nicht. Muss wieder draufhauen. Was? Synergie? Ableiten. Ja. Da wusste ich natürlich sofort. Hä? Hey. Ja, vermutlich wird es hier eine dreistellige Playlist. Den Holger Säuler macht eine vierstellige. Ja, ich weiß doch gar nicht, was, ihr, was wir machen müssen. Es tut mir leid, dass ihr das Spiel schon kennt und ich noch nicht. Ja, mir sagt es aber auch nichts mehr. Stellenweise nichts mehr. Also ich habe da links so eine Anzeige, wo man... Au! Das ist auch hier unten rein, oder? Ne, hier. Der hat mich ja gerade hier gestunt da. Jetzt runter. Ich warte mal hier. Hi. Du bist echt ziemlich klein. Sag ich doch. Oh, gefallen. Nee. Hast du Schwein gehabt? Ich hätte jetzt beinahe auf X gedrückt. Weil da stand aktivieren. Bin durch. Wir killen dir. Ja, klar. Also ein bisschen EP will ich schon mitnehmen. Ja, ich bekomme auch Erfahrung, obwohl ich nichts mache. Okay. Den will ich auch. Was, den? Fallen deaktiviert. Ah, beistädtisch toll, wer? Ah, sie ist bei mir nicht. Oh, ein Rezept zum Kochen, jawohl. Uldur, ich befehle es euch. Bei den Tränen der zwei Monde, du siehst cool aus. Gefängnis zurück. Was? Wirst du deinen Juni wahrscheinlich holen? Ah, mit Somerset oder nur Teso normal? Toll. Wenn er sich Somerset holt, sind alle DLCs dabei. Deaktiviert diese Fallen, damit sie sicher zu uns gelangen kann. Ja, der könnte sein. Hier, schon wieder. Hier ist ein Rucksack. Leer. Danke. Das oh, ich hab grad irgendwas geklickt. Also eine Entscheidung. Ich nicht zulassen, dass ihr euer Leben wegwerft. Aurelion will, dass Uldur ihn... Aurelion ist zu wichtig. Bitte helft mir, Aurelion zu über... Vielen Dank. Gattwein, überlegt es euch noch einmal. Ihr seid so wichtig, Aurelion. Wenn das Dominion... Wen habt ihr ausgewählt? Alle verloren. Hä? Darf mal versiegeln. Was, hä? Der Questfuzzier. Bei mir ist kein Questfuzzi. Leb wohl, Aurelion. Bei mir liegt hier eine Riesenfledermaus. Ich hab das nicht gemacht. Okay. Ja, vermutlich ja. Aber was denn? Da vorne liegt ein Buch, das habe ich gelesen. Nee, wie heißt da die Quest da oben? Ein Sturm am Horizont. Nee, wir machen ja gerade hier die Tränen und zwei Monde. Muss ich umschalten. Okay, ja, habe ich gerade gemacht. Also ich muss jetzt oben in die Tür. Ja, ich theoretisch auch. Wen hast du ausgewählt? Ich habe ja auch keine Anzeige. Also ich habe jetzt die Quest, ja. Ja, was steht bei dir da dran? Wenn du recht mit... Oh, ich muss noch mal kurz raus mit der alten labern. Ah. Wie gesagt, ich kenne das nicht. Servus. Ah.
Ja, das stimmt nicht. Bei Somerset ist das. Ja, die eine andere Quest macht. Ja, bei Somerset ist noch Morrowind dabei. Echt? Ja, bei schreibt ihr gerade. Bear Friend. Ah, hier steht sie. Alles klar. Ja. Findet Rurelion oder so. Lol. Okay, die ganze Quest nochmal. Ja. Weil er müsste hier stehen, dann. Herr Holger? Hier? Ja, ja, tut mir leid, die labert. Hä, wo denn? Ach da. Müsste er denn nicht hier stehen? Oben der weiß ausgemalte Fall. Wird mir aber nicht angezeigt. Ich habe ja schon mal gesagt, nicht mal euch sehe ich die ganze Zeit. Okay. Hä? Sicher? Ja. Okay. Bist du keine weiße? Mal sehe ich euch mal nicht. Jetzt habe ich hier Knochenhaufen und so ein Scheiß. Ja. Da muss ich der Tante hinterherlaufen. Ah, jetzt weiß ich, was du von mir wolltest, von wegen haltet die Untoten von mir fern. Gut zu wissen. Wo ist denn deine Tante? Weil wir sehen die nicht mehr. Links bei so einem Hauch. Einfach durchgehen. Jo. Ja, du bist doch da. Ach so, du siehst die Alte nicht mehr. Ja, jetzt hab ich's verstanden. Das ist, weil ihr es so schnell macht. Ich hab gesagt, ich kann mich nicht aus. Ihr rusht hier durch. Mobbing. So, jetzt rennt ihr hier gerade mit so einem halben Gruß hier durch die Gegend. Aber ihr seid ja beides Fernkämpfer, oder? Also Heiler und Fernkämpfer oder so. Also, ich kann heilen und Schaden machen. Ich bin... Ja. Ich kann... Ich hab Nahkampf- und Fernkampffähigkeiten. Je nachdem, wie ich mich skille. So. Dito. Ja, ich glaube, ich bleib nur beim Zweihand. Das mit dem Bogen mache ich einfach mal so just vor... Oder aus Sinium. Du musst okay. Für den ganzen Knochenhaufen, wo noch obendrauf so ein Leuchten ist. Ja, da du dich wahrscheinlich auch schon auskennst. Wie sieht es ja der bei PS4 mit so ja, PvP aus? Also sprich Kaiser. Ja, ist halt Zero Deal. Die mittlere Welt. Ja, das weiß ich schon. Aber ich meine, Beer Friend. Ich will den Stand jetzt wissen, wie es hier mit PvP aussieht. Keine Ahnung, wie es jetzt mit PvP aussieht. Oh, deswegen frage ich ihn mal. Weil ich immer stark davon aus, er spielt es gerade. Oder wie immer. Oder hat gespielt. Ich habe PvP in Teso zuletzt vor 3 Jahren gespielt. Ja, meistens doch länger her. Tretet Uldor gegenüber. Ja. Passt. Au! Holger, Schritt halten. Haha, da liegt er. Haha. Ich heil dich, obwohl du keinen Heilung brauchst. PvP gegen mich, hä? Ihr könnt auch Duell machen. Bin interagiert. So, was habe ich jetzt? Tretet Uldor gegenüber, immer noch. Ich sehe keinen. Ja, wo ist der Questmarker denn? Da. Ist wahrscheinlich hier. Ja, ich habe zweimal so ein komisches Tor-Symbol. Einmal ausgegraut und einmal mit weiß. Und wenn die beiden übereinander lappen, weil ich gerade so in der Mitte stehe, ist doof. Das stimmt. Ach, jetzt sind die Fallen auch wieder an, alles klar. Habe ich jetzt vielleicht was in der... Oh, Beistelltisch immer noch leer. Kriegst noch genug Zeug, wo ich da beschwerst, wohin mit dem Scheiß. Ach ja, so. Ich freue mich schon auf unsere erste Bank. Ja. Da kann ich mir, glaube ich, direkt um die 30.000 Gold rausholen.
Ah, shit. Okay, mach nichts, Bär. Na, hätte das sein können. Entschärf die Fallen. Alles klar, komm her. Easy. Ja, und dann muss ich jetzt gleich mit den Tanten hier labern und dir eine Entscheidung treffen. Nimm einfach irgendjemanden. Im Grunde ist es egal, wenn du nimmst. Ist eigentlich prinzipiell immer egal, oder? In dem Spiel. Also ich habe da jetzt so nie groß irgendwas anderes festgestellt. Ja, eigentlich ist es egal. Pilze. Also jetzt. Was bringen diese Pilze? Heilung. Ah, du kannst auch heilen. Ja. Ich kann heilen, tanken, mit dem Bär halt. An meinem Tankbär. Wie halt Jäger bei WoW. Du kannst ungefähr. Bären beschwören? Ich muss mir ja die Meinung von Ruelion anhören. In Ordnung, ich werde euch im Grab mal einsperren. Kannst du knicken. Ich lasse niemanden zurück. Du musst jetzt aber auswählen. Ich werde euch gemeinsam mit Uldor einsperren. Ich brauche einen Moment. Ich sperre ihn ein. So. Ich habe die Frau eingesperrt. Ah, danke, Bärfriend. So, warte, ich muss den erst zu Ende labern lassen, weil sonst habe ich wieder. So, jetzt wird es mir nämlich auch wieder angezeigt, dass ich da durch das Tor muss. Ja. Ihr, ich werde keine vergiftete Kleidung tragen. Wieso? Gift ist geil. Uldur, mein Meister war dumm, eure Rache zu zweifeln. Ich werde euch bei eurer Rache helfen, wenn ihr mich lasst. Solch ein spektakuläres. Boah, ich will auch so einen lila Anzug haben. Das sieht stylisch aus mit dem Geleuchte, ich weiß auch nicht wieso. Die Tränen der zwei Monde auf den Podesten. Erbärmliches Mädchen, ich werde euren Freund in Asche verwandeln. Ihr werdet das Grab nicht lebend verlassen. Ah, Feinde! Wo denn? Ich sehe nur hier so rote Poppel auf Boden. Also du musst halt hier zu den Questmarkern hin und da irgendwelche Dinger platzieren. Ey, das ist doch furchtbar, dass ich da, dass man das alles Dinge, weißt du, dass man das getrennt machen muss, so. Da es gibt's immer die Hauptstory so an sich, die ist nur getrennt. Egal ob du Gruppe hast oder nicht, du bist immer alleine da drin. Ja, das stimmt. Auch genannt Solo-Verwieser. Genau. Oh, DJ 50 Cent ist da. Ah. So, was jetzt? Sprecht mit. Ja, wieder zurück. Das ist ja jetzt der Questmarker oder halt der Marker mit dem weißen Tor halt. Na, also hier sag ich mal, Skyrim technisch. Ja, aber deswegen muss ich trotzdem erst mit dem Typen sprechen, damit ich den Marker habe. Wir haben den Tau. Ihr seid ein Bogen. Ich war draußen. Kriegst du am Ende der Quest. Achso. Ja, das verkaufen zum Beispiel, by the way, mach ich garantiert nicht. Ich werde alles zerlegen. Weil die paar Golddinger, ja, was du da kriegst, da investierst du lieber in alle Berufe. Mittelklamotten ist für mich das Beste. Ja, ich habe 2 Punkte für Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon einsetzen soll. Je nachdem, welche Fähigkeiten, solltest du die schon einsetzen. Ja. Ja, Teleportation. Ah, der Schlag ist cool, das weiß ich sogar noch. Den nehme ich. Achso, und jetzt haben wir noch Klamotten. Ja. Ich weiß ja nicht, wie wichtig das in dem Game ist, sich immer gleich die Klamotten anzuziehen. Ich mach's einfach mal. Den Bogen, ich habe ja einen Zweihänder, kann ich den jetzt auch in die Nebenhand reinlegen? Nebenhand schaltest du, glaube ich, erst ab Level 15 frei. Ah, okay. Gut. Ja, ich renne ja sowieso mit meinem Zweihand-Ding da. So. Ah, Fertigkeitslinie, leichte Rüstung, jawohl. Ach stimmt, wegen der Rüstung, damit ich jetzt gleich richtig habe, ne? Also, hä? Wieso habe ich keinen Kopf? Bei mir wird nur noch Torso, Taille, Beine, Füße angezeigt. Wieso habe ich keinen Helm?
Weil du kein Helm, entweder kein Helm im Inventar hast oder. Nee, weil du einfach kein Inventar hast. Nee, bei Rüstung wird mir ja nicht mal Helm angezeigt und ich bin mir zu. Ja, das wird erst angezeigt, wenn du einen gefunden hast. Ah. Ach stimmt, mit dem habe ich ja nicht das Tutorial gemacht, deswegen habe ich das nicht. Ah. Na gut, da weiß ich jetzt das auch. Machen wir zerlegst du gerade schon, oder was? Jörg? Was? Ob du da schon Sachen zerlegst? Was? Nee, das geht nur in der Stadt. Achso, weil du hier gerade so einen komischen Beutel rummachst. Ja, ich habe ja mein Inventar durchgeguckt, dass hier halt, weil die Fertigkeitslinien für leichte, mittlere, schwere Rüstung kriegst du ja nur ab 3 Items pro Ding aufwärts. Also 3 mehr mittlere Rüstung, so schwer hast du 3 Fertigkeitslinien für mittlere. Und habe ich jetzt gerade hier durchgeguckt, unter anderem. Ja, wäre wieder raus hier, ne? Nimmst du echt die ganzen Handwerksmaterialien schon alle mit? Lauf dir jetzt raus! Ja? Ihr wisst schon, dass da auch ein Portal ist. Das ist ein Portal? Wenn man die Quest abschließt, ist da ein Portal, wo man rausgeportet wird. Wenn man dann beim Portal X drückt. Kloppen geht doch auch? Also bei mir nicht mehr. Ist schon weg. Dann habt ihr zu lange gebraucht. Also Jörg, du nimmst alle Materialien mit, ja? Ja, klar. Okay. Kann ich auch machen. Und danach in der Stadt halt dann hier dementsprechend, was ich nicht tragen werde, zerlegen. Naja, wenn wir so weit sind, sagst du mal Bescheid, weil das habe ich noch gar nicht geschnallt, wie hier was geht. Berufstechnisch. So, welche Quests habt ihr aktiv? Bei mir steht das Familiengeschäft. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Wollen wir die auch direkt machen? Das ist auch direkt die nächste. Also die am nahesten an uns dran ist. Ja. Wie seid ihr so da? Raus hier. So, raus, ja. Klingt gut. Wo geht man hier raus? Muss man da durch diesen Eingang hier durch wieder? Kann er kommen, ja. Ja, hier geht's auch raus. Da. Dann. Ja, bin ja hinter dir. Ich muss nur mal kurz was gucken, bevor ihr weiter prescht. Hey. Mal, gut, Tür hat's zugemacht. Ich muss nämlich fix den Fernseher ausmachen, die sind im Bett. Da kann ich jemand das Hintergrundrauschen wegmachen. Oh. So. Ist ja schon auf dem Gaul rum. Wenn man's hat. Ja, hätte ich auch, aber es ja, bringt ja nichts. Oh, ich weiß noch damals bei. Ich glaube, das war Morrowind, wo man fürs Springen, fürs Schwimmen, fürs Hüpfen und alles drum und dran Punkte bekommen hat. Wo man für jede Scheißaktion gelevelt hat. Ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, das war Morrowind. Yay! Runensteine. Yay. Plantage an Deck. Runensteine. Hä? Runensteine. Ja, wo? Die sind random. Muss ja aber so mal gucken, dann kannst du hier da X drücken und dann hier kratzt du die Runensteine raus. Brauchst du für Berufe. Wieso? Ich komm da nicht hoch. Ich hab Drachentoren. Ja, wow. Ja, das brauchst du für Alchemie. Zum Beispiel. Ja, das weiß ich ja. Also, so ein bisschen kann ich mir das schon vorstellen. Was müssen wir denn überhaupt machen? Questmark rein. Ich das manchmal gar nicht. Was? Verkohlte Werkbank. Lebt wohl. Willst du mich verarschen? Fässer. Ja. Also hier, Maxi legt ein gutes Tempo vor hier.
Also da muss komme ich selbst nicht schauen, wenn sie nicht schleudern. Ne? Ich kenn's gar nicht. Das könnte daran liegen, dass ich auch ein bisschen gespielt habe die letzte Woche. Oder ein bisschen diese Woche. Oh, Skiba! Komm her! Bam! Diese Portfähigkeit ist einfach nur göttlich. Genau, dieses Rast ist das. Na? Ja. Ich glaube, ja. Ich weiß nicht. Kusch, runter vom Land meiner Familie. Wenn ihr... Wir haben meine Schwester. Ich sollte wirklich nach meinem... Ihr müsstet auch was Goma suchen, oder? Jo. Alles leer. Pff. Ha, ich hatte Kohle drin. Haha. Bitte. Läuft. Die armen Skiver. Yay. Aber die Schmetterlinge fange ich jetzt nicht. Oh, doch. Ach hier, Eisenerz. Okay. Da zählt er also auch nur noch für einen, der es gerade abbaut. Also immer noch, so rum. Ihr könnt die Kreuzbaumkiste stehlen. Ich will aufmachen. Ich kann das. Kisten sind leider auch nur für einen. Hey! Was ist da drin? Rohlederwams der Makika. Ist das eine leichte Rüstung? Keine Ahnung. Irgendwie Mittel, weil Leder. Ah, schade. Kann ich ja gleich nachgucken. Aber... Da ihr immer so schnell vorprescht, kann ich ja nicht gucken, weil sonst finde ich euch nicht mehr. Wir stehen neben dir. Also ich stehe neben dir. Ich gar nicht. Nein, ich sehe dich nicht. Was ist das war bei Torso. Das ist Mittel. Okay. Macht mich aber auch in allen besser, deswegen ziehe ich das erstmal selber an. Ich glaube, am Anfang ist das eh noch nicht so wichtig, oder? Ja, kommt drauf an. Also schlecht ist ja nicht, wenn du das ja alles hier mehr oder weniger gleich mitmachst, weil sonst hast du wie nachher ein Problem. Wenn du aus recht wieder auf die Idee kommst, willst du umskillen zum Beispiel. Ja gut, für mich passt das sowieso, weil ich hatte... Ich habe ja keine Rüstung, ich habe ja auch nur die, wie du dieses Sklavenzeug an. Aber halt mehr. Von der Quest die eine Hose. Ja. Sprecht mit Soberma, ne? Müssen wir machen. Ja. Ja. Gut. Ich fange hier gerade Schmetterlinge, verdammte Scheiße. Hättest du nicht sagen können, nee, mach mal nicht. Soll ich auch sowas wie Kuchen und Eintöpfe und so einen Scheiß mitnehmen? Ja, ist ja Barfood. Also. Äpfel, Dekorwachs, solche Sachen. Ich bin gerade in irgend so einem Lager drin, ich weiß auch nicht wieso. Ja, wir sind gerade beim Questgeber. Abgeber, wie immer. Ich hab eine Jacke und Stiefel gefunden und ein Schwert. Und einen Bogen. Und ein Schild. Und ein Buch. In Ordnung. Ihr hattet genug Zeit. Wo ist das Go? Das ist eine Menge Go. Ich komm. Das erklärt der Sack voll Go. Aber wenn du sagst, das ist wichtig, dann... Oh, da war Eisenerz. Soll ich das auch unbedingt immer mitnehmen? Yay. Quatsch abgeschlossen. Das ist die gerechte Strafe, wenn man... Was steht da? Was? Wo? Es ist ein langer Weg nach... Eisenerz. Unbedingt mitnehmen, denke ich mal, ja? Ja. Nimm einfach alles, was du findest. So lange, bis auch du Schmetterlinge? Das jetzt vielleicht unbedingt nicht.
Weil ich weiß noch, bei Skyrim habe ich es so übertrieben, ich habe es geschafft, nur mit Blumen, Schmetterlingen und halt hier so ein bisschen Farmgedöns, das Ganze irgendwie voll zu knallen. Cool. Ja, war nicht so cool. Weil das Nervige ist ja, dass du keine Schnellreise machen kannst, wenn du überladen bist. Das war mega nervig. Ich erinnere mich, das ist voll blöd. So, jetzt wo die Quest auch fertig ist, wollen wir dann weiter mit Sturm Zuckertüte machen? Sohn des Waldes erhalten. Und Level Up. Ja. Das ist eine Fertigkeitslinie der Völker. Das ist die Fertigkeitslinie von dem Volk, was du bist. Ich habe zum Beispiel die Fertigkeitslinie von den Argoniern. Weil ich Argonier bin. Ja. Ah, guck mal an. Moment, ich muss mal ganz kurz, weil ich will ja auch richtig skillen. Ich habe schon mal die erste Fähigkeit von meinem empfohlenen Bild. Okay. Hey. Du hörst so, doch dann, auch, was dir empfohlen wird. Ich habe eine Seite offen für die perfekte Skill. Ah, okay. Cool. Jetzt noch so eine Sache. Ich gehe auf Ausdauer, ne? Soll ich dann das, was meine Ausdauer natürlich hoch macht, lieber anlegen, aber dafür würde bei mir Magiker, Magieresistenz und physische Resistenz runtergehen. Nee, nicht eins zu drei tauschen. Aber wenn du drei Sachen verlierst und nur eins plus hast, dann nicht. Wenn du auf Ausdauer gehst, geh auf mittlere Rüstung. Mittlere Rüstung ist für Ausdauer, schwere Rüstung ist für Leben und leichte Rüstung ist für Magiker. Nicht nur, gibt's wohl das auch mittlerweile. Also eine schwere Rüstung trage ich auf jeden Fall. Jetzt haben wir im Inventar noch diese Lebensringe bekommen, ne? Oder bin ich da jetzt ganz falsch? Ja, kannst du beide ausrüsten. Ja, das weiß ich. Ich wollte nur sicher gehen. Weil ich habe die beim letzten Mal auch bekommen bei meinem Single-Charakter und habe das nur nicht mitbekommen. Ja. War nicht so schlimm. So, ich glaube, ich hab's jetzt. Weil das klassische Leichtmittel schwer und sowas, das klassische gibt's ja gar nicht mehr. Schon längst nicht mehr. Also, es gibt auch Schwerrüstung mit plus mega Magika, geht auch. Weil Templo und so, ne? Weil ich mix ja auch durch hier mit Leichtmittel schwer. Und das, obwohl ich auf Heal oder auf Magika gehe. Ich hab ein Heftfest da und ich krieg das gerade nicht ab. Ja. Hier, Bearfred, kannst du mal hier mal die Skillung da angucken? Na, die mach ich. Ja. Kleinen Moment, ich muss hier gerade das Heftpflaster abziehen, weil das stört beim Zocken extrem. Und das pappt sich gerade fest online. Harzernter. Ich werde sterben. Ach Gott, das ist ab. Quest habe ich jetzt oben, einen Sturm am Horizont, ne? Yep. Ja. Gut. Das ist auch nur noch die einzige Quest, die wir hier haben. Ja, aber sicher ist sicher. Ja. Eisenerz. Das sind zwei Eisenerz. Warum kann ich das nicht abbauen? Jetzt? Weil jemand anders schon dran ist? Ja, aber Jörg hatte. Da waren ja zwei Eisenerzklumpen. Ja. Jörg war am rechten, ich wollte das Ding. Wahrscheinlich zu nah dran. Drachendorn. Was? Hä? Das wollte ich hören, Bearfriend. Ich hab grad X gedrückt. Mich verwirrt dieses Spiel. Ihr müsst aber auch nicht jede Pflanze mitnehmen. Ja, aber hallo, die heißt Drachendorn. Drache. Ja, toll, und ich hab eine Stinkbauche genommen. Ah, okay, jetzt der Tempel der Sichelmonde. Okay. Mit was kann man denn hier sich nochmal umskillen? Wie war denn das hier nochmal? Zur Not. Keine Ahnung. Ich glaube, bei Level 50 kann man sich einmal umskillen. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Noch mehr Überlebende in Sicht. Sie kommen vom Adlerstand. Ist das jetzt ein Feind oder nicht? Deswegen macht er ein Schwert weg. Naja, hab ich weg. Nee, es ist egal, ob du mit Schwert rumläufst. Solange du sie nicht angreifst, ist alles in Ordnung. Das kann schneller gehen, als du bist. Ja, hier ist so schwarz, aber ich sehe nicht.
Keine Sorge, was überlebst du und ich kann dich unten heilen. Du dich auch. Na, ich krieg doch nicht so viel Schaden wie ihr. Ich bin klein und flink. Oh, Moment. Stehlen ist nicht gut, ne? Solange du nicht gesehen wirst. Naja, ich stand genau neben der Alten. Ja, okay, dann ist es vielleicht nicht die allerbeste Idee. Dann machen wir jetzt einen Sturm oder einen Prise Zucker? Prise Zucker, oder? Weil die ist ja direkt hier. Ja, gut. Okay. Außerdem müssten wir damit auch hier die Plantage abschließen. Mit der Quest. Oh, Miezekatze. Wollt ihr einen Fresst ihr nicht mit reingehen? Donner zweifellos. Na dann. Ach, jetzt müssen wir doch klauen. Aber was ich aus Skyrim gelernt habe, ich töte keine harmlosen Tiere. Oh doch, Schlammkrabben. Gehört sich so. Die Schlammkrabben musst du ja killen, das ist Pflicht bei dir so. Ja, aber ich meine jetzt sowas wie, ich werde das halt nie vergessen, da war ich beim zweiten oder dritten Drachen in Skyrim, hab ich da halt gehittet. Und auf einmal, nachdem ich den Drachen gekillt habe, ist das ganze scheiß Dorf hinter mir her. Das ist ja doch bescheuert. Okay. Vernichtet Ratten. Was? Rattenlaster. Ich hab schon einen zweiten zerstört. Nicht mit. Wollte gerade sagen, wo hast du das jetzt her mit den Rattenlästern? Das ist die eine Prise Zucker-Quest. Donnerkäfer-Ei habe ich. Ja, also du musst das Donnerkäfer-Ei holen und damit dann die 5 Nester zerstören. Boah. Alter, diese zwei Scheißviecher da, ja. Das ist eh so die Crossover, ist das so, ich würde machen. Ah, spielst du PC, oder? Dann, vermute ich. Bin ich jetzt da drauf vollkommen? Oder Xbox, könnte auch sein. Stimmt. Auf Xbox wäre ich jetzt nicht gekommen. Ah, Ahorn, ich hack's mal, ne? Da steht. Mach. So, 5 von 5. Okay. Ich hab, glaube ich, 3 oder 4. Ja. Hey. Cool, eine Waffe namens Rattenquetscher. PC, ja, okay, ja. Und mit dem habe ich angefangen, also da war es auch zu Beta und Direct Release Teso-Zeiten. So. Plantage. Zumindest bei mir. Also so schnell wie du bist, bin ich garantiert auch nicht. Ja, der übertreibt's voll. Du darfst nicht vergessen, ich kenne das nicht. Wir waschen hier durch, ich sehe überhaupt nichts. Was? Was? Ich warte jetzt hier. Sorry, das meinte ich dich meinte ich gerade nicht. Ich habe da gerade was gelesen, das ich zweimal lesen musste, weil es klang ein bisschen pervers. Aber solche Wörter nehme ich hier nicht in den Mund. Was? Ach. Aber so langsam habe ich es begriffen. Immerhin ein bisschen. Ja. Im Grunde musst du rumlaufen und Quests erledigen. Und vielleicht ein paar Gegner töten. Ah, Donnerkäfer. Den will ich killen. Komm her. Bam. Boah. Keine Ahnung. Noch ein Donnerkäfer. Ich porte mich zu dem hin. Das wird er nie kommen sehen. Das steht außer Frage. Es ist Sturm. Jone und Jode tanzen einen Reigendeck. Gone, gestrandet. Aber ich finde, ich mache eigentlich schon ganz ordentlichen Schaden. Das sah am Anfang, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich zu tun und zu lassen habe, ein bisschen doof aus. Feldwebel Firion, da wird mir gerade eine Quest angezeigt. Ja, das ist die nächste für die eine Quest da. Ja gut, aber ich kann es ja schon mal annehmen. Wo, was? Hä, wo bist du?
Warte, ich stell mich hier auf den Berg, da sieht man mich ganz gut. Und hier ist ein Runenstein. Achso, das ist das, was du gemeint hast, ne? Das gleiche Verhalten wie Erz und so Scheiße, verschwinde dann. Kann nur einer looten. Das, warte mal, gab's das in Skyrim auch, wo du dann so ein Wort zusammenbasteln musstest? So ungefähr machst du es auch. Das, ja. Okay. Hier brauchst du 3 Stück, um dir so ein Waffen-Upgrade-Ding zu machen, wo du halt Schockschaden also auf den Waffen aufpacken kannst. Sollen wir die Quest jetzt hier gerade machen, oder was? Gestrandet, das ist die Quest für die eine Quest da. Ja. Oh, wow. Das ist die Quest für einen Sturm am Horizont. Das musst du machen, Rundstein. Um einen Sturm am Horizont abzuschließen. Ich nehme mal noch einen Rundstein mit, Alter. Oh, ein Eisengürtel bekommen. Ich hoffe doch bitte einen schweren. Ja gut, Eisen ist schwer. Hätte ich eigentlich sofort drauf kommen müssen. Ja. Benediktenkraut. Nehme ich auch mal mit, weil... Ne? Ah. Wenn der Benedikt sein Dings da verloren hat, ist er auch scheiße für ihn. Wenn es ihn keiner bringt. Was ist das? Was ist das? Das leuchtet. Das ist eine Laterne. Okay. Ja. Alles klar, Bear Friend und Splitter, ne? Hau beide mal rein. Schönen Abend euch noch. Wünsche ich euch auch. Ich meine nicht töten. Bei den Viechern lese ich immer Ali. Oh Mann. Was? Verkauft euer Inventar ist voll, willst du mich verarschen? Hier ist aber ein Ahornbogen des Schocks, also was Grünes. Ich habe viel. Ja, schmeiß halt irgendwas raus, ja, irgendwas, was du nicht brauchst, du nimmst das Grüne mit. Oh, hier kann man fischen. Hör auf, ich kann nicht fischen, ich habe ein volles Inventar. Scheiße. Wie kann denn das sein, dass ich schon Inventarprobleme habe und Jörg und noch gar nicht, wo alles einsammelt? Ich hab keinen Plan, ich hab keinen Problem, ich hab eine Tragkapazität von 60. Ja, ich auch, aber das habe ich ja schon überschritten. Ja, Entschuldigung. Ja, ich auch nicht. 51 von 60. Dann solltest du vielleicht aufhören, Schmetterlinge und Runen einzusammeln. Nein, na Runen soll ich lassen, bist du damisch. Ja. Habt ihr mir nicht erst vor ein paar Sekunden erklärt, dass die Runen gut sind? Ja. Das war ja. Ja klar, ich habe in meinem Fall ja eh... Also bei mir ist alles doppelt. Ich habe doppelte Gildenfächer, doppeltes Inventar, weil ESO Plus, na. Oh, komm schon. Okay. Ey, warte mal, das habe ich eigentlich auch. Ich habe das nicht. Bleib mal hier bei mir stehen, nicht damit mich was killt. Wie hast du das jetzt gekriegt? Weil ich weiß, dass ich das auch habe. Ich habe ja hier mir auch dieses ganze Zeug da geholt. ESO Plus ist immer Abo. Zahlst du 13 Euro im Monat. Euro im Monat? Ja. Das ist das damalige Bezahlmodell. Das ist jetzt aber doof. Hat er ja gerade den Vorteil, dass du halt alles doppelt hast, ne? Doppeltes Bankfach, doppeltes Inventarfach und halt hier, du hast einen kostenlosen Handwerksbeutel, weil dein Problem ist, dass die ganzen Handwerksmaterialien in dein Inventar reingehen, bei mir nicht. Ich habe extra so einen Handwerksbeutel. Da gehen alle Materialien, was Handwerk betrifft, da in den Beutel rein. Unabhängig vom Inventar. Ja, ich habe jetzt die Sklavendinger habe ich wenigstens aus meinem Inventar zerstört, weil das ist, glaube ich, echt nicht so... Ja, das stimmt. Das ist für den Arsch. Eisenerz. Mal schlecht ist es nicht, ESO Plus, also. Muss halt jeder selber wissen. Aber du kannst ja, glaube ich, sogar noch Inventar so dann mit Ingame-Zeug dazu. Kronenshop, ja. Nee, Ingame, also mit Ingame-Geld. Ja, Kronenshop. Ich gebe Geld aus. Ja, Kronen ist aber echt Geld, oder nicht? Ja. Das meine ich ja nicht. Einen anderen Shop gibt's nicht. Hast du nicht mal gesagt, du kannst ja auch Ingame, also im Spiel hier, für, was weiß ich, so und so viel Gold noch ein größeres Inventar zu legen?
Boah. Ja, kannst du auch. Genau. Danke. Danke. Weil das hat er mir nämlich mal erzählt, das weiß ich noch. Namen Thomas. Der sieht nicht mehr so gesund aus, oder? Meinst du? Ah, der ist ja topfit. Ja, ihr seid die Heiler, ihr müsst mir das sagen. Moin, Burzi. Aber mein Kachit ist auch lustig. Ich habe den zu so einer schwarzen Iro-Katze gemacht. Das sieht voll cool aus. Nee, weiß mit schwarzen Iro, so. Was untersucht das gestrandete Schiff? Aha. Was ist denn das? Ja. Hinter der Tante, so gesehen. Gleich hier vorne. Ihr seid ja geil, ist er. Hier ist jetzt ein Quartiermeister. Alter, das alles hat mir aber alles nichts mehr. Ist der Wahnsinn. Hab ich überhaupt Altmeere gespielt? Oder gar nicht mehr. Bekommt man jetzt von denen eine Quest oder so? Von dem Quartiermeister? Ja. Fliegt echt? Das Fortreleck? Ich habe ein paar Fragen. Ja, geh halt mal weg. Ich muss das. Was müsst ihr gerade machen? Das Fleck flicken. Flick das vordere Deck. Ja. Was? Ich glaube, ich habe das Flicken übersprungen. Oh wow, hier kann man ja nicht mal was mitnehmen, weil dann sofort da steht Inhalt stehen. Ja. So eine Quest habe ich schon mal gemacht. Oder Moment, nee, das habe ich in WoW gemacht. In WoW gab es auch so eine Quest. Oh, schade, dass mich genau, das war WoW, wo ich gerade bin. Weil dann musstest du zum Schluss, wenn du das Deck geflickt hast und alles, musstest du das scheiß Deck noch sauber machen. Findet das Steuerrad, habe ich jetzt. Das müsste draußen sein, ne? Ja. Ich bin auch gerade im Rumeiern hier. Und such die ganze Kacke. Ich habe einfach das optionale Ziel gemacht und so ein Wen und so ein NPC dahin geschickt. Um das alles zu machen. Ja. Da er wieder, ne? Oh, beim Steuerrad ist ein Himmelscherbe. Yay. Ich muss da erstmal hinkommen. Ich hänge überall fest gerade. Kenn ich. Wurde ich noch sehr aufpassen, so ist es bei mir damals immer so. So, 3 von 3 Himmelsscherben, ein Fähigkeitspunkt. Hallo! Da ist er. So, hier ist das Rad. Ja. Und hier die Himmelsscherben. Wo ist es? Hä? Wo? Da wo es leuchtet. Ich seh das. Der blaue leuchtende Strahl, der bis in den Himmel hochgeht. Das sehe ich trotzdem. Ist schon relativ auffällig. Nein. Hol den Sonnensichter von den Sebi. Also ich muss jetzt da in diesen komischen Sturm rein. Wir noch lang nicht. Die Quest habe ich ziemlich lange. Dann warte ich mal auf euch. Ja, ich finde das so auch viel geiler, ein bisschen rumkloppen. Fischen benötigt, ne. Warte mal, das Optionale kann ich nicht mal machen, ja. Nimm das obere. Omlorn ist unser bester Spurenleser. Er kann den Sonn... Die Sevipan, die den Sonn... Ah. Ja, kannst du hier Songlorn losschicken. Da brauchst du den Rest nicht machen. Für Platin? Keine Ahnung. Ich hoffe... Schon ein bisschen. Was dann? Ja, da hier fragt Purzi gerade, wie lange ich schätze hier für Platin, wie lange ich brauche. Ein bisschen dauern. Ja. Man muss ja in allen drei Gebieten und im Koop-Gebiet alles machen eigentlich. Wirklich alles erkunden, alles auch machen. Die ganzen Fischsachen. Ups. Ich glaube, das war ein Kollege. Ja. Aha, also ich greife da nicht ein, weil sonst kriege ich auch noch einen auf den Sack. Ich heile nur. Wieso habe ich jetzt 25 Kopfgeld? Weil du ihn hilfst. Leute, ich habe nur 21. Ich habe nur zugeguckt und habe mehr Kopfgeld als du, obwohl du ihn getötet hast. Ich bin jetzt echt ein bisschen arschig. Nice.
Ich hab nur zugeguckt und mehr Kopfgeld. Was soll denn das? Du hast ihn geheilt. Ja und? Hä, das muss ja noch da runter, oder? Ja. Mastengwe. Ich war ein bisschen von den NPCs weg im Kopf. Ich muss mich so zusammenreißen, nicht zu klauen. Wenn du schon was klauen musst, dann sag dafür, dass du auch. Ja, Olga, Glückwunsch zum Vizemeistertitel und 60 Jahre Schalke, kein Meister. Halt die Fresse, Tommy. Ich bin übel zufrieden mit unserer Saison. Das war eine der besten Seasons seit langem. Champions League. Alles drum und dran. Olga, was warte! Hey, ja, ich stehe doch extra da. Da, ne dann. Jetzt wird mir aber nichts angezeigt. Doch, du siehst ja oben den Balken dann auf einmal so komisch weiß umrandet. Ne? Das heißt Suchgebiet. Darfst du suchen. Also sprich in dem Fall einfach die Gegner töten, ja. Was musst du jetzt machen? Zum Orkan, den Magnetstein holen. Ah oh, gut. Das seid ihr da, wo ich bin. Ich hab ihn. Schon. Ritual. Jetzt in den Sturm. Mag aber keinen Sturm. Tut mir leid, ich hol mal kurz Eisen jetzt. Ist das wirklich so wichtig? In einem Sturm? Ja. Ich spiele das Spiel so wie man ein Online-Game spielt. Ich loote, was das Zeug hält. Oh, ich bin nur noch verrufen. Na dann. Ah, ein Lebenstrank. Oh. Oh. Aber die Mission sagt mir sogar was. Weil das kann ja nicht sein, dass ich das von WoW irgendwo gesehen habe. Mir gar nicht. Ja, ich sehe. Ja, Burzi, ja minimal, ja. Also, 2-3 Stunden wird es garantiert nicht. Das war einfach. 19. Du hast du Ecke. Achso, naja. Wie, das war schon mit dem Sturm. Wow. Ich will mir zwei Leute befreien. Echt, ja. Ein bisschen langweilig. Nicht mal ein Bossfight. Aber wann war nochmal der aus der Dungeon? Meinst du, er ist eine Dungeon verließ, Gruppen verließ, ja. Oder? Dungeon halt. Also so ein richtig, so ein Instanz. Richtig großes Verlies? Ja. Kommt auf jeden Fall, wenn man die Unerschrockenen beitrifft. Aber ich glaube, dafür müssen wir erstmal generell ins nächste Gebiet kommen. Naja, prinzipiell ist es ja egal. Du kannst hier ja auch Hochlevel bis Level 50 hier im Anfang der Region, ne? Geht ja auch. Weil ab welchem Level waren das nochmal? Das war ja das, meine ich eigentlich gerade. Weil du hast ja den Dungeon Browser. Was? Dungeon ich auch Browser? Bin so? Auch dafür, dass ihr das letzte Spiel verliert, die gelben Säcke kommen ja eh nicht mehr vorbei. Ja, ey. Also, oh, Granaten als Kette, geil. Ja, wollen wir ein Wettschwimmen machen zum Schiff? Also schwimmen können nur laufen. Ja, aber schwimmen bin ich immer schneller. Ach so, ja. Das ja. Breitkopfschild. Hey, Level up. Okay. Kronenschriftrolle des Lernens. Da muss ich mir da. Oh, 2 Stunden lang 50% mehr Erfahrung. Das werde ich auch noch nicht aktivieren. Beanspruchen kann ich gerade nicht. Ich habe keinen Platz im Envy. Ach, fickt euch doch. Machen wir. Wie kriege ich jetzt mal auf die Schnelle mein Envy leer? Ich will mein Zeug nicht alles wegmachen. Ich habe jetzt so viele Materialien, von wegen Kupfer, Eisenerz, Krähen, Füße, Weizen, Rocken und so ein Scheiß. Ich habe allein nur 5 oder 6 verschiedene Bögen. Okay. Wofür? Zum Zerlegen.
Ich hab dir schon mal gesagt, ich spiele hier ein MMO. Ich nehme alles mit und wenn Jörg sagt, das kann man zerlegen, dann zerlege ich das. Wenn ich weiß. Ja, aber so die kleinen Sachen geben kaum Ressourcen, auch wenn du sie zerlegst. Ich bin noch klein, ich bin ein Anfänger. Ich will das wissen, wie es geht. Nur weil du hier gerade im Spiel einen Kopf größer bist, ja? Und so eine komische Maske aufhast. Also die Rüstung gefällt mir, aber die Maske sieht komisch aus. Welche Maske? Ja, der hat doch so eine komische Maske auf, oder? Das sieht aus wie von Riddick, der Bösewicht da. Ich hab keine Maske auf. Ich hab eine Verkleidung, das ist eine Kapuze. Ja. Und da hab ich mein normales Agonia-Gesicht. Was? Wenn das dein normales Gesicht ist, ja? Da muss ich dir sagen, du hast Ähnlichkeit mit Lord Voldemort. Agonia sind doch diese Echsentypen, oder nicht? Ja, und ich habe auch ein Echsengesicht. Ob du es glaubst oder nicht. Jörg, komm mal her, der hat kein Echsengesicht. Ach, das bist du ja gar nicht. Ups. Oh mein Gott. Soll ich was sagen? Das ist doch ein Echsengesicht. Hä? Ja. Das ist die normale Agonia. Du siehst... Ja, ich hab den da angeguckt und das... Oh, okay. Scheiße. Ich glaube aber, das bin ich nicht. Ist nur so ein Gedanke. Ich muss mein Invi kriegen, damit ich mein Zeug loswerde. Das hab ich aber gerade hier. Ich hab 60 von 60. Tja. Was ist hier? 139 Stunden bis Platin, meinst du? Aber ich nehme mal eher um die 150 rum. Oh, hier vorne ist noch eine Plantage. In Eldenwurz, also bei Almeri Dominion, kannst du ja am Schreiben deine Fähigkeiten zurücksetzen. Beziehungsweise Fertigkeiten und Attribute. Wenn jemand zu mir kommt, hier ist eine neue Quest. Was machst du denn da hinten? Die Welt erkunden. Was machst du noch da vorne? Das ist die bessere Frage. Den Holger angucken. Echt? Bei mir hast du so eine komische Karte in der Hand. Ja, aber ich jetzt gerade geguckt habe, wo er ist. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wo er ist. Ich sehe es auch nicht. Ja, da hinten, da. Ja, hier, wo ich bin, gibt's eine neue Quest. Ich muss immer noch meinen Invi da kriegen. Wäre aber mal nicht schlecht, weil dann wüsste ich wenigstens mal, wie und wo das geht. Dass wenn wir zum Beispiel sagen, wir machen eine Pause, dass ich weiß, aha, da und da ist das, da und da kann ich das... Es gibt ja bestimmt auch in-game eine normale Truhe, wo ich da mal Sachen reinlegen kann, oder nicht? Inventar ist voll. Ja, das musst du zu einer Bank. Ja. Ja, Jörg, guck mal. Unser Inventar ist voll. Was hältst du davon, wenn wir unser Inventar mal leer machen? Ja, es ist natürlich die Frage. Wir können theoretisch auch hier schnell reisen, nur es kostet ja Geld. Und wir laufen dahin zurück. Zurücklaufen? Ich habe kein Geld. Ich bin neu in dem Game. Aber da vorne Game. Ist ich kein Händler. Wenn ihr wirklich zu einem Händler wollt, müssen wir erst ins nächste Gebiet, zu einer richtigen Stadt. Na, Jörg hat gesagt, wir brauchen keinen Händler, wir zerlegen. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann müsst ihr aber auch in eine richtige Stadt. Wofür wir erst ins nächste Gebiet müssen nach, ich glaube das nächste Gebiet ist, wenn man auf die Karte geht. Ja, und wir machen jetzt einfach die Quest heute einen Sturm am Horizont, denn das heißt, ich gehe nach Mistral und es ist eine Stadt. Na dann. Ach ja, da ist ja eine Stadt, ups, da ist ja eine Stadt. Ja, na dann, Attacke. Ich konnte jetzt nicht mal dieses komische Rohleder oder was da lag aufheben. Ja. Oh, warte, da ist die Quest. Ist einer, der hat dich schief angeguckt. Ja, ich wollte es mal kurz, da die Quest hier meinte. Ja. Wo ist denn die? Ach da! Aha. Hier ist noch eine Plantage und ein Lager und noch eine Quest. Ja. Wie noch eine Quest? Oh ja, was heißt hier wie noch eine Quest? Ja, du hast ja hier bei den ganzen, na, also hier, wie jetzt da die Windfänger-Plantage, das Symbol ist ja dann auf der Karte hier so schwarz, na. So, das heißt, um Platin zu haben, müssen ja generell die ganzen Dinger auf weiß haben.
Also sprich alle Quests, die, die zu dem Gebiet gehören, gemacht haben. Ja. Wenn du mal zu mir kommst, hier ist eine Quest. Hä? Wo bist denn du? Ich bin der, der nicht bei euch ist. Achso, da hinten. Ja. Wollen wir nicht erstmal fix zur Stadt gehen? Weil dahin müsst ihr ja nur so oder so. Mir egal, ich renn dir hinterher. Ich will auch ein leeres Inventar haben. Wir haben Quest Zeit! Rush nicht so durch! Oh, hey, was wollt ihr hier, ne? Ich hab Ahorn-Flammenstab und ich kann ihn nicht aufheben. Flammenstab? Hier ist Ahorn. Kann ich hacken. Ich kann noch nicht in die Stadt, da ich noch Kopfgeld habe. Mach doch nichts, das heißt halt, das Kopfgeld. Ja, aber es sind 18 Goldmünzen. Das ist eine Menge. Und? So am Anfang. Ja, und was hast du gesagt, hast du im Inventar? Im Tresor. Oh, hab ich um die hier sind grüne Schulterpanzer, die will ich unbedingt haben. Da muss ich jetzt wohl oder übel so ein Eisenschwert verpassen. Nützt ja nicht. Eine Stinkmorchel, da ist wieder eine. Vorne ist ein Wegschrein in der Stadt. Ja. Sehr schön. Au. Bitte. Hey, ich hab aufgeholt. Eisenerz. Gegner. Mistral, ich kann nicht mal das ganze Fleisch mitnehmen. Das war zum Wegschreien. Ja, wenn du so ein komisches hier Klohaus-Symbol immer siehst auf der Karte, ne? Holger. Klohaus-Symbol? Das sind ja gerade die Wegschreien. Das ist immer das erste, was ich hole, wenn ich die irgendwo sehe. Weil ja das die Shortcut-Dinger sind, ne? Also schnell reisen. Hier heißt einer Niederschwanz. Oh Mann. Joa. Ich glaube, er und Sneedlewoods könnten Freunde werden. Ja, definitiv. Guck mal, hier also, ist das reicht, aber, wenn ich daran vorbeilaufe, ne? Muss halt direkt kurz davor stehen, also vor, bei dem Altarlatsch, ja, den man. Ja, dass das Feuer da angeht. So, hier ist ein Gildenhändler, interessiert mich nicht. Eine Sache, da ist eine Bank, dann ist hier noch Schneidertisch, Schmiedetisch, wo du halt die ganzen Sachen zerstören kannst. Und alles, hier ist eigentlich alles, was du brauchst. Du wüsstest, was ich alles brauche. Wo denn? Also alles, um dein Inventar leer zu bekommen. Ist direkt vorbeigerannt. Oh, mich macht dieses Radar da oben einfach nur wahnsinnig. Jetzt sehe ich zum Beispiel die Krone nicht. Hier wird eine Quest angezeigt, dass hier irgendwo eine neue Quest ist, aber ich finde sie nicht. Ja, wahrscheinlich von derjenigen, wo du die Quest erstmal abgeben musst. Nee, es ist eine neue Quest. Die wird als neue Quest angezeigt und nicht als Quest, die ich schon angenommen habe. Ich finde sie immer nicht. Köchin bringt mir nichts. Hä? Hey! Was? Sie ist positiv, bei Level 7 bekommst du eine Inventarerhöhung. Ich finde keinen Schmied. Nee, nee, der ist daneben. Das, wenn du auf die Karte. Was ist? Muss er auf der Karte mal gucken, da ist hier das Symbol da hinten. Also das hier. Dieses Hafending, oder? Ja, hier. Schneider, okay. Lederer, Waffenschmied. Waffenschmied, wo ist der? Der hier zum Beispiel, Schneidertisch. Da kannst du ja das einfach nur benutzen. Einfach auf die Symbole gehen, dann wird alles angezeigt. Und da kannst du dann verwerten. Und jetzt muss ich verwerten, ja. Was in dem Fall auch nicht schlecht ist, wenn's, wenn du schon machen kannst, mach immer was analysieren nebenbei. Wenn du irgendwas hättest, was du analysieren könntest. Na? Hier steht hinzufügen und so, aber verwerten kann ich gerade gar nicht. Obwohl das oben. Oder brauche ich dafür einen Platz im Inventar? Du hast dann in dem Fall keine. Schneider ist für leichte Rüstung. Dann hast du in dem Fall keine leichte Rüstung zu verwerten. Dann musst du hier mal zu dem Ledertisch hin oder so. Doch, doch. Ich habe ja hier zum Beispiel eine Jutejacke. Ja?
Die ist leicht. Ja, die geht auch. Ach so, mit... Ihr benötigt 4 weitere freie Plätze in euren Inventar. Geil. Ja, okay, das ist natürlich der Kacke. Warte, ich guck mal, irgendeinen Müll werde ich ja haben, der nicht so wichtig ist. Also, eine Sache, also so Materialien zum Sachen zu craften, kannst du auch in die Bank stecken. Von da aus kannst du es auch bei den ganzen Tischen zugreifen. Ja. In die Bank? Ja, wenn das alles in der Bank ist, kannst du es auch direkt mitbenutzen, mit jedem Charakter. Da musst du auch nicht da rausholen. Okay, wo ist die Bank? Da, wo ich bin. Wo bist du? In dem Haus, wenn du auf die Karte gehst, in einem Haus mit dem Kistensymbol. Kistensymbol. Da ist eine Waage und da ist eine Kiste, alles klar. Jetzt habe ich nur verpeilt, das zu machen. Wie geht denn das? R3. Ja gut, muss man ja erstmal wissen, ne? Also. Ja, na, dran denken, ne? Analysieren, immer gleich mitmachen, wenn du es könntest. Ja. Weil das dauert ja teilweise über Wochen, bis du das Ding fertig hast. Muss ich da in das Gebäude rein, ja, ne? Die schon. Ja. Kanzlei. Jetzt bin ich in der Kanzlei. Ich stehe neben dir. Das sieht mir aber nicht aus wie eine Bank, oder? Ratten in der Ernte. Bitte. Folgt mir mal kurz. Ja. Hinter dir. Ja, ich sehe dich. Ich habe doch gesagt, ich stehe neben dir. Ja. Der Bankier. Bankier, alles klar. Ich möchte auf meine Truhe zugreifen, denke ich mal, ne? Yep. Darüber. Gut. So, und jetzt gehe ich auf... Achso, und jetzt kann ich hier meine ganzen... Sachen einlagern. Alter, fette Käfebeine. Nein, nicht Auenbogen. Oder warte mal, wenn ich die Bögen auch da reinmache, kann ich ja die auch trotzdem zerlegen, oder? Ich würde nur Materialien reinlegen. Okay. Oder Sachen, die du vielleicht für andere Charaktere brauchst. Ich habe da jetzt Geld rausgenommen und einen Handwerksstil. So, zack, analysieren bitte. Ja. Ja, zu schrotten. Mein Gott. Ja. Karottensuppe. Oh, so ein Scheiß. Aber hier diese Verzauberungsdinger hier von den Runensteinen auch einlagern, oder? Ja. Okay. Und wie gesagt, hier analysieren dran denken, ne? Weil es dauert ja Stunden bis Wochen, bis die Dinger fertig sind. Und je nachdem, welches Set du da hast bei dir, ist es von Vorteil, wenn du hier da die Dinger hast. Weil du musst ja alle Fähigkeiten, wie jetzt gerade, was ich passgenau, lehrend, erfüllt, belebend oder so, oder göttlich, pro Rüstungsteil haben, ne? Also dieses Analysieren, das steht ja bestimmt dann da, wenn ich bei dem Schmied bin, oder? Ja, genau. So, dann renne ich jetzt mal zum Schmied, so langsam steige ich da immerhin schon mal durch. Schön. Ja, ne? Ja. Das war jetzt beim Schneidertisch, war das genau verwehrt. Ja, da ist halt nur leicht und mittel, ne? Andererseits bist du Schmiedestelle für schwere Rüstung. Ja gut, aber reicht ja erstmal so. Zack. Jute Schulterpuls. Kostet das Geld? Was? Das zerlegen? Nein. Nee. Analysieren kostet Geld. Hier liegt eine Tote auf Boden. Glasäulen-Kuriosität. Ach, da steht jetzt auf einmal stehlen. Nee. Aber analysieren geht eigentlich aus. Kostet mal so um die, was ich, zwischen 5 Gold und 20. Also nix eigentlich. Ja, ich suche gerade hier was. Es ist ja bestimmt mehr hier wie so ein blöder Schneidertisch, oder? Ja. Ja. Schmiedestelle dann auch verwerten, denke ich mal. Ah, analysieren zuerst. Immer aus analysieren. Weil wenn du verwertest... Steht denn irgendwo da? Natürlich. Veredeln, herstellen, verwerten, aufwerten, analysieren, skizzen. Oh. Okay. Ja. Scheiße. Weil wenn du alles verwertest, ist es logischerweise Schrott, ne? Und nicht analysiert. Weil analysieren zerschrottet den Gegenstand auch.
Okay, da habe ich jetzt zum Beispiel eine Keule. Ja, passt. Da ist Analysieren aber ausgekraut. Nein, du musst die Waffe dann durchswitchen, wenn du auf der Waffe drauf bist, ne? Ah, okay, da muss ich immer so nach unten, alles klar. Ja, und dann halt auf, was ich präzise zwischen steht, ist bei mir analysierbar und das Ding analysieren. Genau. Und kann man immer nur eins analysieren, oder was? Ja. Noch ja, du musst halt in dem Fall Spielekunst hochleveln. Also du siehst ja, was das theoretisch wäre. In meinem Fall wäre es jetzt die Keule, ne, die ich hier da machen könnte. Ja, also hab ich auch. 6 Stunden. Genau. Aber wenn du ja schon eine, steht dran, 3 Kapazität und drunter steht Analyse. 1 von 1 in meinem Fall. Weil schon eine läuft. Ne? Wenn ich auf Analysieren gehe, meinst du jetzt, ne? Genau. Das ist ja also der 3 Kapazität siehst du und darunter die Analyse. Achso, 1. Ja, genau, genau. Ja. Und da hier siehst du ja drunter in dem Kästchen dann nochmal, dass ja theoretisch hier nochmal 1 verfügbar wäre. In meinem Fall die Keule halt, wie gesagt. Und dann werde ich logischerweise beim Zerlegen darauf achten, oder beim Verwerten meine ich, dass ich die Keule nicht verwerte, sondern warte, bis die 5,5 Stunden halt rum sind und dann die zum Analysieren reinklatsche beim nächsten Mal. Ach, du hast noch eine Keule. Also du hast 2 Keulen praktisch. Ne, ich habe da hier keine Waffen analysieren lassen, sondern eine Rüstung. Läuft gerade bei mir. Achso. Ah, okay, okay. Und jetzt habe ich aber so viele Bögen in meinem Inventar. Was mache ich denn jetzt damit? Verwerten. Ja, ich dachte erst analysieren. Ich habe halt noch 4 oder 5 verschiedene Bögen. Ja, die sind ja eigentlich hier. Der Bogen ist ja theoretisch eigentlich auch Waffe, ne? Ich weiß es nicht, da wird es mir ja nicht angezeigt. Also wenn ich da auch, wenn ich da auf Analysieren gehe, da sehe ich keine Bögen drin. Dann wird es, warte mal. Ich weiß, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe, das Bogensymbol. Also jetzt nicht bei dem Charakter, aber bei den anderen. Warte mal, der Bogen ist ja theoretisch eigentlich Jäger. Ah ne, das sind nur Rüstungen, ja. Ah, aber ich kann auch jetzt noch so eine Hose analysieren, also soll ich das auch machen, ja? Ja, zum Beispiel, ja, würde halt hingehen, weil manche Sets, also ich kann mir zumindest ja denken, was bei dir da vorgeschlagen worden ist, bei deiner Skillung und so weiter. Manche Sets, was ich zum Beispiel für der Armschienenteil von dem Set. Na, brauchst du hier 6 analysierte Gegenstände nur für die Armschiene. Okay. Dass du das überhaupt herstellen kannst. Weil die meisten Dinger musst du herstellen. Ja, und dann halt logischerweise zu mir zieht es hoch. Ne? Für den Kopf brauchst du, was ich, 4 analysierte Teile. Na? Und dann hier, wenn du das hochrechnest, kommst du bei Rasshatz eben auf 2-3 Monate. So, jetzt kann ich mir erstmal meine Sachen aber anspruchen. Also der Bogen ist echt komisch, das sehe ich nämlich auch noch ums. Ich weiß, ich habe das damals im Tabriel irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Im Schreiner? Da Bogenholz ist, müsste jetzt zur Schreinerbank. Wo ich gerade zum Beispiel bin. Ja. Da bei der Schreinerbank könnt ihr Bögen und Zauberstäbe machen. Ah. Und Schilde. Yep. Ah. Ja, Schild habe ich auch eins. Aber da sehe ich, fortfahren. Da sehe ich aber nur Schild. Also, da wird bei mir... L1. Ach, nee, Waffen. Ja, hab's gesehen. Ja, meine ganzen Händler, wie jetzt gestärkt. Hier da... Ach so, und das muss ich praktisch immer machen, wenn ich jetzt zum Beispiel einmal einen Bogen analysiert habe für Lehrend, brauche ich dann keinen Bogen mehr, wo Lehrend ist. Geht auch nicht mehr. Da steht dran, hier bereits erlernt oder erworben oder wie einmal analysiert. Wie einmal. Du kannst nur ein einziges Mal die Items analysieren. Also zum Beispiel Bogen lehrend, na, geht nur einmal, danach nie wieder. Da steht dran, hier bereits analysiert. Wenn du dann nochmal so einen Bogen hättest, der lehrend dran im Namen drin hat, na, dann kannst du den verwerten. Zum Beispiel. Ah, okay, warte mal. Und wenn ich jetzt ins Inventar gehe, das steht ja dann, denke ich mal, dran. Weil ja. Zum Beispiel Eisen durch. Da steht bei mir einhändig Dunkelelfen. Einhändig Breton. Oh, ich hab ein Schild, das zu einem Set gehört. Ja, genau.
Also du siehst ja jetzt, wie jetzt, jetzt bei mir hier der, die Keule ist ja dieser Rattenquetscher gewesen, ne? Den ich ja gerade nicht analysieren kann. Und da steht bei mir dran als Eigenschaft präzise. Erhöht kritischer Waffen, Waffen- und Magiewert um 2%. Also wäre das die Eigenschaft präzise. Ach hier, Verzauberung, geladene Waffe. Ah. Ja, dann hast du es geladen. Ne, aber weiter drunter. Da steht halt so wie so eine Lupe und dann... Wieso sehe ich bei mir keine Lupe? Bin ich denn ganz doof? Ich habe ja jetzt zum Beispiel dieses Set... Ach hier, erhöht die Rüstung dieses Gegenstands um 13. Da habe ich eine Lupe. Und was für ein Wort steht da dahinter, hinter dieser Lupe? Verstärkt. Ja, also, das ist die analysierbare Eigenschaft. Verstärkt, in dem Fall. Ah, aber wenn das jetzt zum Beispiel wie das Eisenschwert des Schocks sowas nicht hat, kann ich es wegschmeißen. Also verkaufen, oder was? Ja, genau. Also wenn du es generell auch bei diesen Analysetische da drin nicht siehst, ne? Zum Beispiel jetzt in meinem Fall die ganzen Stäbe, ne? So, dann kann ich sie eh generell zerschrotten, weil die bringen da nichts. Ah, alles klärchen. Ja. Und bei solchen Leuten wie hier, der Zimmermann hier zum Beispiel, ne? Wenn du immer da hingehst und dann hier, was habt ihr anzubieten, hingeht, kannst du theoretisch auch Blauposen kaufen. Wenn du irgendwas herstellen willst. Nö, lohnt sich am Anfang nicht. Aber analysieren definitiv ja, weil das frisst Zeit ohne Ende. Und dieses, ich habe jetzt zum Beispiel Trauender Bogen. Das hat so ein Rucksack-Symbol mit so einem Pfeil. Ich schätze mal, das ist dieses Analyse-Ding, ne? Rucksack mit Pfeil? Hm? Ich habe da so ein... Nee, so ein Goldner. Also wie so ein Beutel. Wie so ein Beutel und ein Pfeil nach oben. Okay. Verzauberung, Lebensentzug. What the fuck habe ich denn da für einen guten Bogen? Lebensentzug, Magieschaden erzielt bei Händlern 285%. Oh. Nice. Wenn du hier auf das Verwerten dringend drauf gehst, ne? Mhm. Dann siehst du es wieder bei dir auch dran. Das ist ja neu. Das kann ich selber noch nicht. Da ist nämlich hier vor meinem Symbol, also Rattenquetscher, da das Symbol von einer Keule und direkt da davor das Lupensymbol. Nein! Oh, oh. Was ist passiert? Ich hab aus Versehen auf X geklaut. Macht doch nichts. Wurdest du sehen? Ja, guck mal, wer hinter mir alles herrennt. Lass dich fahren, geht schneller. Weil sonst kommst du nie wieder rein in die Stadt hier. Ausmal dich. Brauchst du ungefähr eine Stunde oder zwei. Werkzeug und rüste alles aus und dann bekommst du Trophäe. Wenn du angefangen genommen wirst. Wenn du alles findest. Wie kann ich denn meine Strafe bezahlen? Oder fangen lassen? Alles bis... Ich bin tot. Ja. Ich kann dich... Ja, da belebe ich mich... Ich belebe mich beim Wegschreien wieder. Also dafür jetzt hier was auszugeben, wäre ja doof. So. Ah. Ja, Mai. Ich stehle mal was. Aber ich hätte jetzt nämlich beinahe die Sachen verkauft. Und da hast du ja dann auf einmal gesagt, ja, kann man ja verwerten. Das will ich jetzt natürlich auch noch machen. Deswegen bin ich ja überhaupt dahin, damit ich Platz kriege. Oh, verdammt, ich wurde gesehen beim Stehlen. So, das war bei Verwerten. Was hast du gesagt? Das sieht man irgendwie. Also, wenn keine Lupe vor dem Ding ist, kann ich wegmachen, oder was? Ja, genau, weil du hast ja dann höchstens so einen Geldsack davor, wo halt da dran stehen würde, verziert, ne? Ja, und da wurde einfach 280% mindestens 200% höherer Verkaufspreis, theoretisch. Aber die Gegenstände lohnt sich ja null, das zu machen. 92 Gold. Ja, jetzt habe ich das wenigstens. Also, ich habe jetzt bei den Schmiededings. Jetzt haben wir hier noch den Schneidertisch, wo ich verwerten kann. Genau. Was? Ich habe keine Kleidung? Wie? Ich habe keine verwertbare Kleidung. Ich habe doch gerade noch Zeug gehabt. Ja, aber dann ist das Zeug, was du hast. Nein, ich hätte jetzt beinahe wieder geklaut. Ey, man kann während des Sprintens nicht so springen, wie man möchte. Nee, verdammt. Sollte man ja lassen. Mich genau, jetzt und jetzt vor dem Schild ist die Lupe und vor dem anderen Schild ist nix. Ja, und das, wo nix ist, kannst du verwerten. Oder verkaufen, je nachdem, was du lieber ist. Ja, cool. Ja, ich habe das verwertet. Aber man bekommt da ja nicht immer Sachen. Teil ihr Beine. Und das Aufwerten zum Beispiel oder Veredeln, das lohnt sich auch hier gegen Endgear, ne? Weil alles andere ist Schwachsinn. Wenn du da irgendwas schon vorher reinballerst. Aber jetzt schon wieder, ich hab doch so viele Bögen.
Warum wurden die mir wieder nicht angezeigt? Achso, ich bin an der Schreinerbank. Ja, passt doch. Ah, nee, Schreiner, nee, Zimmermann. Achso, was war dieses Verziert steht da bei mir. Was? Verziert, oh Gott. Erhöhter Verkaufspreis. Steht auch rechts dran dann. Muss ich einfach nur lesen. Achso, also könnte ich den jetzt rein theoretisch verkaufen? Ja. Gibt es irgendetwas, das ich für euch tun kann? Ich verstehe langsam. Ihr könntet nichts finden. Was meinst du? Soll ich das lieber verkaufen, diesen verzierten Bogen, oder zerlegen für Materialien? Musst du selber wissen. Womit kann ich dienen? Ich verwerte ihn, oder? Komm. Du hast halt eigentlich in der die gefahrene Diplomatie-Quest. Aber nicht. Ich auch nicht. Die hast du nicht. Die ist doch hier in der Stadt. Die ja, aber noch nicht angenommen. Ja, du. Ich hätte dich schon ein bisschen gemacht, du musst jetzt in die Botschaft schleichen. Jona und Yoda haben einen Sinn für Humor. Na, wie gesagt, ich lasse mir da gerade ein bisschen Zeit, weil ich will ja auch was lernen. Ich mache das ja auch mit meinen anderen Charakter dann auch für diese. Und wo kann ich Schmuck verwerten? Ich habe eine Kette. Also, ich will das halt, damit ich weiß, ich glaub, das kannst du verkaufen. Aber verwerten? Keine Ahnung. Wenn, dann musst du mal hier, ne, gibt's ja gar nicht. Der Zauberer ist ganz rechts unten, Alchemie ist ganz rechts unten. Oder statt der Gemischanlage. Okay, also ich bin jetzt sogar wieder fast so weit. Ich müsste nur noch mal kurz ans Lager, weil solche Sachen wie Pech in Grün und Blau findest du wahrscheinlich nicht ganz so häufig. Denke ich mal. Doch, später ja. Wurde zugeschissen mit dem Zeug. Ja, ich habe auch viel Stuff in meinem Tresor. Aber gut zu wissen, da habe ich da schon mal ein bisschen was gehört. Ich tingle mal kurz noch zur Chemie hinter und so einen Scheiß. Diese Trophäen da, hab ich ja diese Schatzkarte Wartenfell und so. Brauche ich die unbedingt jetzt so, oder? Also theoretisch, ich würde die in die Bank reinschmeißen. Weil du guckst aber auch eh nicht drauf, du guckst dir ein Video an. Oh gut, dann habe ich das jetzt mal gemacht. Dann habe ich noch dieses Kronenstärkungsmal, aber ich schätze mal, das hebe ich mir auch erstmal auf. Spitze Metallteile, natürlich. Leere Seelensteine. Die Seelensteine, muss ich die immer dabei haben oder geht das auch vom Lager aus? Keine Ahnung, ich würde die mitnehmen. Seelensteine musst du füllen mit Toten. Dafür musst du aber auch erstmal die Fähigkeit haben von der Seelenmagie, damit du die füllen kannst. Die Seelenfalle müsstest du dafür ausrüsten. Und diese Kronengegenstände da hier, dass wir mehr EP kriegen und so, erstmal einlagern und für später dann, oder? Oder jetzt gleich? 2 Stunden lang 50% mehr EP und so. Oh. Wenn du Glyphen oder so einen Scheiß hast, musst du ja zum Verzauberer, ne? Dass du die auch noch gleich aufleveln kannst. Da kannst du gleich ja machen. Mit extrahieren und so weiter. Also zerschrotten, ja, so gesehen. Okay, dann komme ich gleich nochmal her, aber wie gesagt, was soll ich denn mit den Schriftrollen machen? Ich lage die erstmal ein. Alles klar, das Schild lasse ich bei mir, Seelensteine lasse ich bei mir. Okay, dann komme ich jetzt noch dahin und dann können wir eigentlich kurz ein Päuschen machen und dann können wir weitermachen mit Leveln. Da habe ich jetzt schon mal gelernt, was ich mit den ganzen Gegenständen auch bei meinem anderen Charakter mache. Ja. So, ich schätze mal, du stehst noch da, ne? Ich bin jetzt gerade beim Alchemie wartet. Ach fuck, ich habe die Quest auch noch nicht abgegeben, wirklich. Sprecht mit Rasum da. Hier ist, da ja dieses. Na, drei. Was ist das hier? Ja, das ist, zeig da nochmal, ja. Ja! God of War ist Platin, ja. Hier drin. Ich bin jetzt bei dir. Ja, und da Verzauberungstisch. Dann extrahieren, zum Beispiel. Da kannst du das zerschrotten. Und herstellen musst du halt ausprobieren, ne?
Oder du googelst, welches Rezept es gibt. Okay. Und ansonsten haben wir hier noch. Arbeitet noch irgendwas, weil ich dich da hier schon am Alchemietisch irgendwie gesehen habe. Ich habe nur geguckt, ob ich da schon irgendwas für ein Rezept habe. Habe ich aber nicht. Noch keins eingesammelt. Da müsste ich auf Herstellen, ne? Ja. Oder gehst runter auf Formeln. Dann siehst du, ob du irgendwas hast. Unbekannte Glyphe. Ich stelle einfach mal her, aus Spaß, hä? Ja. Da wirst du gleich sehen, dass es hochgeht. Ja. Weil es sind da so sind alles... Gegenstand erstellt. Ja. Weil du ab Stufe 2, egal ob das, was ich, Schreiner oder sonst irgendwas hast, die haben ja alle passive Fähigkeiten. Die ganzen Dinger. Okay. Und da lohnt sich es natürlich stellenweise auch mal einen Fertigkeitspunkt in solche Dinger reinzuklatschen. Weil jetzt gerade Alchemie lohnt sich auf jeden Fall genauso wie Kochen, ne? Gibt's ja auch noch, wenn du dann in die Gastwirtschaft mal reingehst, hier zu dieser Köchin. Direkt dahinter ist ja die Feuerstelle zum Kochen. Ich find gerade nur nicht diesen Alchemietisch, wo du dran warst. Hä? Wenn du ins Haus... Hast du da irgendwie so Kräuter gehackt, oder nicht? Hier ja? Ist der Verzauberungstisch. Dann musst du wieder raus, du musst zum Alchemisten rein. Boah, wo ist denn der schon wieder? Daneben. Links daneben, wenn du davor stehst. Also hier ist bei mir. Okay. Die Arbeit hier erledigt sich nicht von allein. Hä? Ja, hier. Da. Alchemietisch. Ja. Formeln, oder? Genau. Da muss vermutlich noch keins haben, schätze ich mal. Nee. Ja. Also das ist auch über Skyrim. Ich könnte jetzt aber Pi mal Daumen was machen, ja, und da vielleicht eine Formel herkriegen. Richtig. Oder du kaufst sie, oder du findest sie, oder wartest einfach da ab, ne? Das gleiche ist bei Kochen ja genau das gleiche auch. Und Kochen hat ja zum Beispiel den passiven Vorteil, wenn du ab Stufe 2 das hast hier, dass Buff-Foods zum Beispiel sich verlängern. Oder verdoppeln, ne? Von der Dauer her. Und sowas gibt es natürlich auch bei leichter Rüstung oder irgendwie sowas hier, dass es hier weniger Ausdauer abzieht beim Sprinten und so weiter, bla bla. Ja. Eieieiei. Ja, für mich ist das halt gerade noch extrem viel, ne? Also nimmt's mir da nicht für übel, wenn ich da halt ein bisschen auf dem Stau stehe. Alles. So questmäßig habe ich zwei. Ein Sturm am Horizont und bittersüßer Mondzucker. Und da hier wird mir noch einer angezeigt. Die Gefahrendiplomatie annehmen. Warte mal, mit wem muss ich denn jetzt von den beiden labern? Mit der da, ne? Ist der Silvenar blind? Quest abschließen. Jeder dieser Meereselfen ist eine bösartige Lorca. Nicht? Die Gefahren der Diplomatie hast du gesagt, ne? Mhm. Ach, und hier ist die Feuerstelle, alles klar. Dann könnte mich... genau. Aber da habe ich noch gar nichts. Also haben wir jetzt die 3 Quests, ist richtig, ne? Ich hab wie viele? Weil ich bin jetzt auch gerade bei der Quest, wo hier so leuchtet, aber wo... Ach, bestimmt dieser Brief da, oder? Da, du kannst doch oben in dem Haus eine Quest annehmen, aber die ist hier nicht in dem Gebiet. Ja, gut, aber annehmen kann man sie doch schon, oder? Ja, ich hab 4 Quests, dann hast du auch wahrscheinlich 4. Ja, wenn ich die jetzt annehme, ja. Gut. Ja. Die fehlende Prophezeiung heißt das Ding, ne? Ja, yep, und für die müssen wir in das Gebiet Sturmhafen. Wo auch immer der ist. Aha, Sturmhafen ist in einem anderen Allianzgebiet. Jetzt habe ich Leuchtfeuer der Großflotte, so einen Stab. Hey. Scheiße. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe auch so eine Fähigkeit von mir aktiviert. Eine tödliche Fähigkeit. 29 Kopfgeld. Da habe ich niemanden damit getroffen. Oh. Sprecht mit Silvana. Höher, hä? Ja. Gefahren der Diplomatie. Ach hier. Ja. Kannst du mal schon mal machen, danach musst du dich da rumschleichen. Ja, beim Schleichen bin ich jetzt zum Beispiel.
aber da warte ich noch auf euch. Sag mal, wo ist denn dieser komische Alessio Guillon? Tiefer oder so ähnlich? Nee, der ist oben im Haus, obwohl er tiefer dran steht. Also untersucht die Kanzlei oder was? Ja, kannst du das mal machen, ja. Aber die Quest, dafür musst du in ein anderes Allianzgebiet. Ich glaube, zum Durchsturz ist das. Jetzt rede ich gerade mit hier einen Typen nach dem anderen wegen der Quest da. Ja, musst du auch machen. Und dann musst du ins Anwesen schleichen. Ich und schleichen. Aha. Habt ihr schon mal gesehen, wie ich hier Deus Ex spiele? Haha, schleichen, guter Witz. Nee, sprecht mit Rasum da, hab ich. Ja. Das mit dem Schleichen kommt noch. Also. Ach, jetzt. Moment, der Zug muss ich über die Brücke. Ich wäre jetzt nämlich beinahe runtergesprungen und dann wäre ich wieder doof aussehen. Oh Mann, ey. Das ist mir in Skyrim so oft passiert, das glaubst du gar nicht. Muss ich da eigentlich wirklich schleichen oder reicht das, wenn ich da in die Tür reinpresche? Du kannst erstmal in die Tür reingehen. Alles klar. So. Und jetzt? Geh ich da hoch, wahrscheinlich, ja? Ich geh die Treppe hoch, ist egal. Tja, was höre ich schon wieder? Was? So. Ich schon schon, what the fuck? Achso, okay, jetzt bin ich auch her. Was ist denn jetzt? Joach, 6 bin ich. Haha. Was? Noch einer? Oh ja, will sie. Ja. Zugang verboten. Ich stelle mir das gerade so vor, wie einfach das früher gewesen ist. Nein, nein, ich will nicht stehen, ich will nicht stehen. Gottes Willen. Oder kann man hier stehen? Ach komm, hier ist doch kein Schwein, oder? Dietrich, nehme ich mit. Was ist denn hier? Taschenkoppeln. Brauchen wir nicht. Das ist Spaß. Also Bücherregale würde ich auch immer benutzen. Mach ich. Oder hier ich da. Ich spiel. Wenn Rezepte oder sowas drin sind, ne? Egal ob gestohlen oder nicht, nimm die mit. Ja klar. Ja, das kannst du halt instant aktivieren. Das ist ja das Gute. Das habe ich bei meinen. Testcharakter habe ich das. Da habe ich ganz, ganz viele Rezepte gleich am Anfang gefunden. Okay. Also auch Kochrezepte. Wahrscheinlich geht es dir am meisten darum. Also Kochrezepte habe ich ganz viele, das weiß ich. Und ich habe auch ein lilanes Rezept gefunden. Was jetzt genau, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein lilanes Rezept. Und ich schätze mal, dass es wie bei den meisten Spielen ist, lila ist gut. Ja, gelb ist besser, weil episch. Ja klar, aber lila ist dafür, dass du Level 1 oder 2 bist, wahrscheinlich ganz gut. Ah ne, gelb ist legendär, so rum. Lila ist episch. Ja klar, also... Sprecht mit Silvana. Sprecht mit der grünen Dame. Haha. Süße, ich soll mit dir sprechen. Kannst du mal? Sprecht mit Harui. Heißt da echt eine Hotze? Oh Gott. Ja, hab ich auch schon gesehen. Hieß der eine, das Märchending Räuber Hotzenplotz oder Hotzenplotz?
Hotzenplotz, ne? Alles klar, Wilmane, schönen Abend dir noch. Oh, ja gut, von ihm hat man halt leider nichts mitbekommen, weil er halt kein Headset hat, ne? Ja, ja. Alter, 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 Alter. Aber das macht schon mal einiges, wenn ich da hier meinen kleinen Charakter wegen Berufen spiele, um einiges leichter, dass ich immerhin schon mal weiß, wie das mit dem Verwerten und die ganze Scheiße klappt. Ja, ja, das ist auch mit Abstand das Schwierigste. Man muss halt echt später überlegen, ja, analysierst du es jetzt, legst du es doch lieber an, oder wie auch immer. Na, also, aber ich hier scheiße immer drauf, weil wenn ich es ja definitiv nicht anziehe, werde ich es verwerten, analysieren. Ja, und wenn es dann auch nicht mehr gehen sollte, weil ich das mittlerweile schon habe, dann verkaufe ich es. Oder verwerte es, so rum. Und das ganz zum Schluss, wenn alles von den beiden nicht mehr zutrifft, dann verkaufe ich es, wobei das eine Idee vorkommt. Was denn jetzt? Beobachtet das Lagerhaus. Hinweise. Ey, wie lange geht denn die Quest? Ich meine, ich finde das toll, ne? Ich werde das aber sowieso nochmal in ruhigen und langsamen nachspielen. Aber trotzdem, ich muss gerade tierisch aufs Klo, ich will unbedingt eine rauchen. Ja gut, das ist ja eine der Hauptquests, ne, die du da machst. Und die gehen immer so lange. Die Gefahr der Diplomatie? Ja. Das ist keine Hauptquest. Das ist einfach nur die Quest, um die Stadt zu beenden. Die Hauptquests bestehen aus Solo-Quests. Ja. Das ist so an sich dann in dem Fall auch nicht richtig, weil das sind hier so an sich nicht hier Hauptquests, sondern einfach nur Klassenquests. Die Story-Dinger. Die du meinst. Weil so lange ist eigentlich schon eher Hauptquest. Weil kurz ist einfach nur Clash 5 Leute und komm wieder zurück, fertig. Ich hab so viele Anzeigen, ey. Hm. Durchsucht die Schlangenkuss tiefer. Oh. Immer noch tiefer unter Wasser oder was? Wie kann man denn tauchen? Ach, im Schiff wahrscheinlich drin. Yep. Aber man muss mal sagen, ne, das Spiel, das gibt's ja auch schon eine Weile, sieht immer noch richtig gut aus. Dachbierschüppchen, ja. Habe ich damals auf PC auch gespielt. Ein Jahr lang. Halbbierstübchen. Das ist halt Beta. Alles damals gespielt. Und halt hier noch PC noch ein bisschen weiter. Und jetzt halt hier Konsole. Ne? Und warum nicht? Habe ja 6 Jahre lang WoW gespielt. Ne? Warum dann nicht TESO? Also, MMORPG ist MMORPG. Also, das ist relativ Wurst. Was ist? Er durchsucht die Schlanke. Du hast gesagt, dieses blau umrahmte ist das, wo man sein soll, ne? Verschwindet von meinem Schiff. Also wenn dieses oben diese da wo die Quests und so sind, wenn die blau umrahmt ist, heißt das ja. Gebiet, ne? Ja, da musst du dann irgendwas da drin machen, ja. Ja, hab ich. Wie lange geht die Quest denn noch? Ich finde das eigentlich toll. Ich habe das früher immer gehasst, weißt du, wenn du dann so eine Quest machst, dann läufst du 20 Kilometer, machst eine Sache und läufst dann wieder zurück. Oh ja, das sind die Schlimmsten. Definitiv die Schlimmsten. Weil hier rennst du wenigstens von A nach B und kriegst eigentlich im Normalfall was von der Story oder so mit. Ja. Hä? Beobachtet das Lagerhaus, das habe ich doch schon gemacht. Du musst dann dich verstecken da drin, ne? Hab ich ja. Ich habe euch ja sogar gesehen, wie ihr hinterher gerannt kamt. Ja, ich musste das zweimal machen, weil mir hat es auch zweimal verstecken nicht gezählt, wegen was auch immer. Achso. Weil du musst ja danach so eine Schriftrolle looten. Oder einsammeln. Halt. Ich habe Durst. Suchen wir ein Gasthaus. Oh. Das können wir. Okay, das habe ich nicht gemacht. Erinnert ihr euch?
Ja, ich hab's ja hier, ne, Bierstübchen deswegen noch nicht gemacht, wegen dieser Kaisertrophy halt, ne? Aber es setzt sich auch die Frage wieder auf mit dem Spiel, wie sie da jetzt ausschaut. Ja, dann machen wir es halt doch. Jetzt wird bei mir auch diese Dings angezeigt, diese Schriftrolle. Und jetzt noch die Apotheke. Wo ist denn hier die Apotheke? Folgt der Spur durch Mistral. Was? Ja, jetzt rennt die einfach weg hier. Musst du jetzt so einer roten Spur folgen? Ja. Komm einfach zu mir runter. Dann musst du ja nicht folgen. Ich bin schon da, wo du hin musst. Bricht die da nicht ab? Hm? Bricht die Quest da nicht ab? Bin ich ab kurz? Nein. Hä? Ey, ich nur Pop. Hier zu also Haus. Ich bin jetzt hier in der Apotheke. Was muss ich denn da machen? Das Buch Ach, lesen? Hier, in das Gut. Ja, das wurde Ach, mir nicht angezeigt. Marker? Nee, eben nicht. Ich hatte keinen Pfeil. Erst okay. Wo ich genau davor stand und nach unten geguckt habe. Davor wurde mir kein Questmarker angezeigt. Deswegen frage ich ja. Ich brauche hier ein bisschen länger. Habe meine Ulondi. Ich habe genug gehört. So, jetzt muss ich bringen die Beweise zu Rasma. Wer ist der? Rasum da. Ah. Da. Ein Zufall? Ich glaube nicht. Genau wie ich. Ja, wie gesagt, wieder Bücherregal hat er da, ja, Maxi vorher gesagt, wieder Bücherregale siehst immer anlesen. Ja, das sowieso. Das ja. Kenne ich auch von Skyrim. Ja, genau. Und auch von den anderen Teilen. So, was? Ah, rote Spur. Hui. Dip, 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 dip. Mein Lieblingsbuch in Skyrim ist immer noch das Buch des Diebes. Wo ich gleich zu Beginn mir erstmal meine schönen Diebeskills hochpushen kann. Ihr könnt ihn nicht aufhalten. Das ist das Recht, ich vertraue. Feigen, Schatzratte, dafür werde ich euch den Kopf abschlagen. So eine Dreckspur. Ich wäre jetzt beinahe erstmal schön in den Abgrund gesprungen. Weil bei dem Steg habe ich die Linkskurve nicht gesehen, weißt hey. Du? Und dann auf einmal so BÄM. Quest ist fertig. Und direkt eine neue Quest. Ritula Fa. Was? Ritualfokus? Oh mein Gott, ich kann heute nicht lesen. Gnade der Götter! Bleibt zurück! Ritual, hä? Abgeschlossen, verhört die Assassine. Hey, Mist, die Stadt habe ich jetzt abgeschlossen. Sehr schön. Hey, aber mal ohne Mist, ne? Ich höre den Gesprächen ja trotzdem ein bisschen zu. Die grüne Dame ist eine ganz schöne Bitch. Ja, ja. Also, das geht ja mal gar nicht. Wollen wir dann den entfesselten Orkan machen? Also die Quest, die direkt danach kommt? Ich mache jetzt gleich erstmal eine fette Pause, weil ich muss ja mich sowas so dringend schiffen. Oh, ich habe Vorlage, waldelfisches Regal bekommen. Ja, danke. Erweiterung des Inventars. Hey! Wie, Erweiterung des Inventars? Muss Level up, dann hast du es auch. Achso, okay, dann habe ich nichts gesagt. Tretet Ulondil gegenüber, alles klar, machen wir das. Aber wetten, die grüne Dame ist in Wirklichkeit so eine Vollliebe, die einfach nur die einen auf dicke Hose markiert, auf stark, weißt du. So wie in den üblichen Geschichten. Ich wette, die sehen wir nochmal wieder. Sprecht mit das Haran. Alles klar. Wo ist die? So, jetzt muss ich den noch folgen und dann schätze ich mal, bin ich auch fast am Ende. Ja. Quest. Ich finde das gut, weil so lernst du hier wirklich mal, so weißt du, was halt, wie es in der Stadt aussieht. Wenn jetzt noch so ein Tutorial käme, von wegen zerlegen und so, perfekt. Stand doch dran, wenn du drauf gehst. Kommt sogar noch so ein Tutorial. Weil du kannst dich in jetzt allen Sachen... Jetzt hätte ich beinahe Sachen wieder geklaut. Oh Mann. Zertifizieren lassen und dann wird dir erklärt, wie das alles funktioniert. Und da kannst du auch noch Rüstungen verkaufen. Er ist gut eingesperrt.
Ey, komm, du so, stirbst, dann, bin ich mein Freund. Lass mich mal dein. Ach nö. Ey, ich hab den Typen gerettet. Ich glaub, ich hab den Typen gerettet. Ich hab auf den schon wieder eine Schadensfähigkeit aktiviert. So. Was macht ihr denn? Ja, nur. Das ist so eine Sache, ich gehe irgendwo raus, drücke Kreis und die Schadensfähigkeit ist aber auch auf Kreis und drücke ich einmal so viel Kreis und dann greife ich an, muss halt auch die Fähigkeit umlegen. Darf ich dir einen Tipp geben? Mach's so wie ich. Fass das Ding nicht an. In der Stadt. Ja, mach auf Kreis deinen Heilungszauber, dann ist es Wurst. Oder so, genau. Ich habe jetzt schon viele Fähigkeitspunkte. Aber... Ich will die noch gar nicht wirklich. Also ich dampf jetzt kurz mal ab, ne? Wegen Pause und so, ne? Okay. Ich auch. Bis gleich. Bis gleich. Oh. Ich quaffte mir so lange ein paar Sachen. Die Muskeln einer wahren Tötungsmaschine. Und seht einen echten lebenden Huhn von den fernen Stränden Glen Umbras. Sorgt euch nicht, er ist gut eingesperrt. Tahara würde ihn nicht das Fleisch von euren Knochen reißen lassen. Bewundert seinen geifernden Schlund. Seid angeekelt von seiner kalten, schleimigen Nase. In Dolchsturz streunen Rudel dieser furchtbaren Monster nachts durch die Straßen und lauern auf die Achtlosen. Mein eigener Vater wurde von solch einem Rudel in Stücke gerissen. Könnt ihr nicht den Hass spüren, der in seinem Bauch brennt? Die Stangen können kaum seinen Hunger im Zaum halten. Starrt für 5 Gold in seine Augen. Starrt in das Gesicht des Todes. Für 10 dürft ihr eure Hände auf sein Fell legen, fühlt die Muskeln einer wahren Tötungsmaschine. Thank you.
und seht einen echten lebenden Hund von den fernen Stränden Glen Umbras. Sorgt euch nicht, er ist gut eingesperrt. Tahara würde ihn nicht das Fleisch von euren Knochen reißen lassen. B. Willkommen zurück. Okay. Was, Holger ist noch nicht da? Dann geht er schnell zur Bank. Danke, Bierstübchen. Weißt du eigentlich, wie man sich als Abenteurer von einer Allianz beweisen kann? Für die Trophäen? Ja, sobald der bei ihr drin. Achso, du meinst. Die beweist euch als Abenteurer das Altmeri oder das Dolchsturz oder das Ebenerz. Wie kriegt man die Trophäen eigentlich? Weißt du das zufällig? Die Story durchspielen? Nee. Die Story durchspielen gibt dir nur die Story-Trophäen. Aber nicht die. Beweist euch als Abenteurer von dem und dem Pakt oder Bündnis oder was auch immer. Genau. Boah, da muss ich selber noch nachgucken. Auf jeden Fall ist er gegen Endgame. So, wo ist also diese scheiß Bank? Der Bank? Tief? Ja. Wo bist du gerade? In welchem Haus? Ja, er ist im richtigen Haus. Unten, ja, weiter runter. Geradeaus und jetzt. Genau. Da. Noch weiter? Ja. Um die Ecke. Ich nehme an, eine Pause würde mir gut tun. Ach, da. Denkt, ihr wollt eine. Oh, ist das geil. Oh. Was denn? Ich habe bei meiner E-Zigarette habe ich neue Coils auf Empfehlung geholt. Mit weniger Watt, aber mit besserem Geschmack. Und ich habe ein selbstgemischtes, gereiftes Cola-Liquid da drin. Ey, und das schmeckt so geil. Das ist so, hat so auch so einen leichten Mentholhauch. Und das ist so richtig geil erfrischend. Aha. Ich habe davon nichts verstanden, aber okay. E-Zigarette. Okay. Ist voll lecker. Scheiße, wo war das nochmal? Was denn? Oh mein, das die. Ne, Nutzgegenstände ist es nicht, oder? Nö. Was suchst du denn? Da hab ich's. Da ist nämlich die Rezept, wo es drin war. So. Durch dieses Verwerten und so lerne ich auch neue Schmiedesachen oder was? Analysieren meine ich. Analysieren. Nee, du brauchst sie ja, um die Gegenstände dementsprechend so herzustellen mit dem Buff. Zusätzlich. Und die ganzen Sets, die du später anhast, die haben 3, 4, 5 verschiedene Buffs drauf pro, Armrüstung zum Beispiel. Na? Und deswegen haben die 4, 5 Dinger hier als Grundvoraussetzung, dass du die gelernt haben musst oder analysiert haben musst. Und das ganze Ding gar nicht herstellen. Weil du kennst ja die Fähigkeitsochse nicht. Mit was ich verstärkte Rüstung oder erhöhte Magika-Regeneration oder so ein Scheiß halt. Ja, ja, aber dadurch, ich das ja analysiere und wenn ich das alles hab, kann ich dann herstellen. Ja? Okay. Du brauchst halt die entsprechenden Blaupausen, aber die für die ganzen Sets, die kannst du ja in den Städten dann meistens kaufen. Oder halt mit Schuhe 50 in dem jeweiligen Beruf, also Maximum, kannst du automatisch dann. Tja. Ja. Kannst du auch noch installieren, ja. Lohnt sich. Was? Müssen Schuhe 10? Nein! Okay, gilt dir das die Schuhe 10. Was ist Stufe 10? Geht hier aus, Klar. Ah. Gilde. Ich sehe gerade, ich bin in 3 Gilden.
Ja. Aber meine Fähigkeitspunkte, ja. Die hören ja dann, sind mit Level 50 vorbei, ne? Also da bekomme ich dann keinen mehr zu. Doch. Doch. Veteranenstufe 1, Veteranenstufe 2, Veteranenstufe 3 und so weiter. Und durch die Himmelsscherben bekommst du auch Fähigkeitspunkte. Genau. Also du kriegst in dem Spiel weit mehr Fähigkeitspunkte, wie du überhaupt hier Zeugs investieren kannst. Also ich glaube, mit meinem Maximum-Charakter habe ich um die 80 Fähigkeitspunkte und der ist Level 50. Das, gut, das heißt aber, dass ich auch am Anfang, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Meuchelmord, ich habe jetzt 4 Punkte übrig und die Fähigkeiten sind noch nicht gelockt, da ist es doch sinnvoll, dass ich die passiven Fähigkeiten auf jeden Fall auch mache. Du kannst ja, ja auch Rüstungsfähigkeiten skillen oder Fähigkeiten von deinem Volk, je nachdem, was dir halt wichtig erscheint, oder Handwerksfähigkeiten. Ja. Oder du wartest, bis wir uns der Magergilde, der Kriegergilde und der den Unerschrockenen anschließen, dann kannst du da auch noch Fähigkeiten geben. Bei den ganzen Gilden-Stuff. Ja. Durch bei Schmiedekunst als Passiv hast du ja hier die Metallkunde ja so schön mit drin. Ne? Geht ja ab Rang 8 bei Schmiedekunst. Und da hast du hier 5% kürzere Analysezeit plus 2 Gegenstände gleichzeitig analysieren. Ne? Ist natürlich auch nicht schlecht. Ah, Schmiedehandwerk erlaubt es euch, Eisenbahnen herzustellen. Genau, und darunter scrollst du Metallkunde, dann siehst du das, was ich gerade vorgelesen habe. Auf das warte ich ja dann immer, ne? Weil das ist ja eins, was ich dann zuerst von vornherein mitskillen werde. Dass ich gleich 2 Gegenstände analysieren lassen kann gleichzeitig und halt kürzere Zeit. Ja, ich frage halt nur, weil ich habe gerade 4 Punkte, weißt du. Ja. Also ja, warte mal, ich kann meine Assassin-Klinge schon wieder verändern. Zu fehlen, warte mal, wird das empfohlen? Du musst dich ja nicht unbedingt verändern, du kannst die Fähigkeitspunkte auch für neue Fähigkeiten sparen. Ja, das weiß ich, aber ich guck gerade von meinem empfohlenen Skill, weißt du, ob ich das brauche. Oder der sagt, brauche ich nicht. Ich brauche auch nicht die Assassin-Klinge. Okay. Naja, gut, da habe ich jetzt halt, da brauche ich das jetzt nicht machen. Ich freue mich schon auf meine ersten Fähigkeiten, die unsere Rüstung buffen und so. Habe ich schon, ja. Ich behalte erstmal meine 4 Punkte. Ich habe bisher nur eine Heilungsfähigkeit und 2 Schadensfähigkeiten. Na gut, wir sind auch noch nicht so hoch mit dem Level. Ja. Aber ich werde auch noch ein paar Buff-Fähigkeiten bekommen und. So Zeit für Weapon-Swap. Ja, da werde ich wahrscheinlich dann als Zweitwaffe, so wie es halt empfohlen wird, den Bogen nehmen, weil. Ja, ich Heilungsstab. Wenn der Schutz. Ja, klar. Ich habe Heilungsstab und als Zweitwaffe werde ich entweder Zerstörungsstab oder irgendwas anderes. Ja. Im Grunde egal. Ich mache mir einmal ein Heilungsset und einmal ein Schadensset. Ja, Dito. Einmal nur Heilung, einmal nur Schaden. Und ich glaube, bei meinem Schadensset werde ich Werwolf nehmen. Als Superfähigkeit. Ach, weißt du eigentlich, wo der Werwolf-Schrein ist? Hier in. Boah, ne. Im Altmeri-Dominion. Ich meine, er ist irgendwo in Grünschatten oder Grafwald. Offenbar, wenn wir da sind, kann ich euch beißen und zum Werwolf machen. Ne, lass mal, ich gehe auf Papier. Aber das wird auch gehen. Ja, klar, weil PvP ist Vampir. Da ist Werwolf sowas für ein Arsch. Hab ich in Skyrim also, auch. Papier ich könnte nur Werwolf machen. Ihr müsst eh beides werden. Ja, aber deswegen machen wir zwei Charakter. Oder ich nehme auch Werwolf und heile mich ja gleich wieder. Aber Werwolf will ich auf keinen Fall. Ich gehe auf Papier. Da ich das ja mit zwei Charakteren spiele, einmal in so persönlich und in Ruhe und einmal hier, mache ich hier Vampir und für meinen persönlichen, wo ich hauptsächlich am Farmen bin, werde ich dann Werwolf machen. Jo. Sollen wir die Quest jetzt dann weitermachen oder was machen wir jetzt? Ja, ich warte nur auf euch. Ich habe gerade also auf der fesselte Orkan. Jo. Ja, wollen wir die machen? Ja, klar. Dann machen wir den, Ja, Jörg hat die Prophezeiung. Die Prophezeiung ist in einem ganz anderen Gebiet, das ist ein Dolchsturzbündnis. Hab ich gar nicht. Die Quest, das ist doch von dem Typen oben im Haus. Ihr dort. Ich werde die.
Olga? Ja? Wo bist denn du? Ich lauf zum entfesselten Rockhahn. Achso, bist du den normalen Weg gelaufen oder was? Achso. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was ich gelaufen bin. Ich bin gerade leider runtergefallen, das hat ein bisschen wehgetan. So. Schlangen, Riesenschlangen. Soll ich dir mal eine richtige Anaconda zeigen, Mädchen? Was macht. Ich werde über das Tor wachen, falls ihr denkt, ihr könnt. Dann lasst uns. So, na dann. Rein da, in die gute Stube. Doch nicht. Hey. Oh, geil, Gegner. Endlich wieder schnetzeln. Wir sollten die. Wurde auch Zeit. Oh, was liegt da oben? Yep. Toll, leere Kisten. Pff, Schweinerei. Oh, noch einer. Loot! Wo hast du nur leere Kisten gesehen? Ich will auch leere. Ich will. Ja, überall rumgucken. Hey. Ja, ihr seid immer so schnell. Da traue ich mich gar nicht zu gucken. Ja, der theoretisch ist ja egal, weil wenn wir die Quest machen, so an sich hier, können wir ja die Quest machen. Weil muss ja eh jeder die Leute anlabern und so weiter. Ach so. Oh, labern soll ich vielleicht auch mal. Schatzkarte, warum droppen, Goldküste. Warum droppen die mir nur schwere Rüstung? Ich brauch keine schwere Rüstung. Nicht? Ich brauch leichter. Naja, nicht unbedingt. Doch, weil ich auf Heilung und so gehe und mehr auf Magie, als auf andere Sachen. Und leichte Rüstung ist halt für Magie. Regeneration und so. Weiter. Ja, auch. Deswegen bringt die mir am meisten. Ich drehe ja nicht wie gespielt, weil es ist schon, weil ich auch Bock ist, wieder zu spielen. Ja, das war sowas wie das Problem. Deswegen wird es wahrscheinlich jetzt auch hier da. Bierstübchen ist wahrscheinlich hier jetzt auch nochmal zocken. Oder installieren zumindest. Ja, gut, dann sollte er es auch zocken, weil wenn das installiert werden, sonst 60 GB für den Arsch, wenn es nur zum Angucken ist. 60? Weil das Spiel ist 95 GB groß bei mir. Ja, 95 stimmt. Aber ich habe keine DLCs und so, so wie ihr. Boah, ist doch wahrscheinlich noch größer. Nee. Du hast automatisch alle DLCs mit drauf. Nur du hast sie halt nicht freigeschalten. Ernsthaft? Ja. Immer bei Online-Games so. Ist ja blöd. Bin schon am installieren. Da legt er los. Also du zockst wahrscheinlich PC, ne? Bierstübchen. Tipp ich mal. Auf jeden Fall. Oh. Phänomenal. Hör zu. Was? Weil ich sehe, wir uns recht bald wieder. Hä? Ah, da hat's Maxi umgehauen. Warum, Ivo, was? Kommst du nochmal? Kommst du wieder oder was? Die Supportfähigkeit ist einfach geil. Was? Spricht mit. Ich hab doch mit denen gesprochen. Jetzt muss ich zurück und nochmal mit dem labern. Was soll denn die Scheiße? Hast du vergessen, das zweite Mal mit ihm zu reden? Nein. Eben nicht? Anscheinend schon. Verwendet den. Dachwasenmacher. Ach cool, das hat für mich auch mitgezählt, dass du das gemacht hast. Ja. Da muss ich noch näher stehen.
Wirklich sind wir gerade eben bei euch. Besser. Leer, leer, leer. Honig. Hi. Moin, moin. Ahorn Blitzstab. Oh. Nicht schnell. Ah ja, ingame. Oh, diese. Ne, ich glaube, der meint nicht ingame, der meint real life. Glaube ich. Die nur scheiße. Level 8. Nicht nett. Guck dir den Cheat an. Ahorn Heilungsstab. Da, hier im Text. Au! Penner. Ahorn Bogen. Jawoll. Hast du gerade Ahorn Heilungsstab gesagt? Jupp. Was für Werte hat er? Keine Ahnung. Kannst du mal nachgucken? Moment, da vorne ist was, ist einer zum Schnetzeln. Ich brauche immer noch einen so einen komischen Stein. Ja. Portstampe. Blaupause. Die Blaupause, ich will auch. War gerade in so einer Leiche drin. So, kannst du dir erklären, wie du Morrowind oder das Bassspiel kauft? Diese vier Editionen. Morrowind Standard hat das Basisspiel, ja. Das ja. Wenn du Tesor Gold Edition holst, hast du ja die ersten vier DLCs mit dabei. Bis Morrowind. Ja, und wenn du da noch Morrowind dazu holst, dann hast du die anderen vier DLCs, die bei Morrowind dabei waren, auch. Hey, Level Up. Nicht nett. Ja, oder du hast halt. Ja, sonst gibt's doch nichts. Somerset kommt aus dem 5.6. Ihr seid schon weiter wie ich, kann das sein? Ich glaube, das ist auch so. Jo, tendenziell kannst du hier die DLCs am Kronenshop kaufen, ne? Also hier, in-game. Es ist eher ein Ziel, der direkt zu eurem Verstand spricht. Mit den DLCs hast du ungefähr nochmal 30 Spielstunden mehr, wenn du die Haupt- und Nebenquests machst. Ich weiß, wie man die Maorma aufhört. Und die lohnt sich anscheinend ja schon. Ich kenne die zwar selber noch nicht, aber so hat's geheißen. Ja, also tendenziell lohnt sich eigentlich meistens eher die Gold Edition mehr. Weil die kostet gerade mal einen 10er, ne? Und so, na bei dem ja. Eieieiei. Habt ihr jetzt auch nicht spannend mit dem hier Horn da irgendwas unschädig machen? Ja, yep, machen sie ja. Mhm. Weil du hast ja Moment, kann ich aber ja so zeigen, ja. So, wenn ihr hier die Gold Edition ist, da sind hier Imperial City, Arsenium, Thieves Guild und Dark Brotherhood dabei. Na? Da die DLCs und dann halt Morrowind und die anderen vier. Also, wenn du Morrowind noch holst, Shadows of the Hist, Horns of the Reach, Clockwork City und Dragonbones. Das gehört zu Morrowind.
Und die hier, Dark Brotherhood, Thieves Guild, Arsenium, Imperial City zu der Teso Gold Edition. So, und die hier jeweils circa 30 Stunden mehr. Kinder des Meeres, eure Bande. Oh, schon fertig. Ah. Oh, hier kann man wieder mal. Hier ist eine Kiste. Was? Oh. Ey, ich kill hier alles und ihr findet Kisten, das ist unfair. Ich bin lootgeil. Also, der hier auf PS4 habe ich gerade angefangen. Ich habe das Spiel seit Beta auf PC gespielt. Den Bogen kannst du aus der Kiste haben, wenn du willst. Moment, ich gehe nicht auf Bogen. Guck grad. Ahorn Heilungsstab. Dieser Gegenstand erzielt bei Händlern einen Verkaufswert, mehr hat er nicht. Was für Schaden hat er? Der Heilungsstab? 1037. Kannst du mir den geben? Moment, kann ich dir sofort zu... Weil der ist besser als meiner. Ja, ja, klar. Wenn du den brauchst, gebe ich den dir. Euch klar. Ich bin nur nicht ganz so schnell bei Zeug. Aber das war die Klasse mit. Steigt ihr das Ruderboot? Nee, ne? Bei euch stehen? Wie steigt ihr das Ruderboot? Oder seid ihr immer noch bei der gleichen Quest? Wir sind immer noch bei der selben Quest. Wir sind hier noch an dem. Achso. Warte. Brauchst du Heilungstränke? Nee. Warte mal. Nein, Scheiße. BB Splinter. So. Dankeschön. Ja, ja. So, wie heißt denn die Quest, wo du gerade gemacht hast? Wegen Ruderboot sehe ich hier gerade nichts. Ja, nach dieser hier mit dem Geist-Ding da. Ja, achso, nee, ich muss jetzt noch mit Rasum da reden. Ich auch. Wir haben auch aber erstmal Ahorn hacken. Hä? Rasum da? Welche Quest macht die? Wie heißen die? Entfesselte Orkan. Machen wir weiter. Immer noch? Achso, okay. Oh. Ja, wir haben gerade gehandelt. Und eine Kiste geöffnet. Das ist ein bisschen länger gedauert. Noch eine Kiste. What the fuck? Wieso findet ihr die ganzen Kisten? Weil hier Kisten im Wasser liegen. Ja, warum findest du keine Kisten? Weiß ich nicht. Angestaub, ey. So, Gold, das. Brauchst du ein Schild? Weil in der Kiste ist noch ein Schild. Nö. Was ich nicht brauche. Ja, wie gesagt, das mit dem Verwerten, das mache ich ja dann sowieso nochmal speziell auf meinen anderen Charakter, bei dem ich ja mehr am Farmen bin als alles andere. Mhm. Messer des Sturmsklaven. Geil. Cool. So, jetzt haben wir Steiger in das Ruderboot. Ah, aha, okay. Damit kommen wir jetzt ins nächste Gebiet, nach Auridon. Hey, Level 8. Genau das. Kästchen des Schneiders. Aber wollen wir nicht zuerst noch hier die Insel fertig machen, bevor wir ins Boot steigen? Ja, das war gerade die Frage dann deswegen. Ja, dann lasst uns doch bittersüßer Mondzucker machen, weil das wäre gleich, was hier ist nicht so weit entfernt, die Quest. Ja. Oh, was sagst du noch? Hey. Bittersüßer Mondzucker. Nice. What the fuck? What? Wieso habe ich denn jetzt so einen komischen Helm auf? Weil das ein Helm ist, nur im Khajiit-Look. Ja. Nice. Okay. So, also wie heißt die Quest jetzt? Bitte sie so Mondzucker. Okay. Ja, weil die andere Quest, die wir gerade bekommen haben, da gehen wir ins nächste Gebiet. Und. Ey, hör mal auf, ne? Da bei Morrowind gibt's eine Quest mit Mondzucker. Eieiei. Was das durch mit einem macht? Daraus Fett. Stellt man Skoma her und Skoma ist nicht cool. Ja? Ich habe einen Skoma-Händler da lahmgelegt. Ja. Der Typ war durch, der war richtig durch. Schlimmer wie ich. Das ist gleich da vorne. Also, wollen wir ein Wettschwimmen machen? Haha. Wer zuerst da ist mit Schwimmen. Ne, warte mal, du bist so dieser Echsen-Typ. Ich glaube, die können schneller schwimmen. So war das doch irgendwie, ne? Aha, guck mal an, ich habe auch hier was. Ha, erster. Ich
War zuerst da. Nö, nach mir nicht. Oh Mann, hä? Zulana. So. Hi. Ah. Wieso rennst du weg? Wer ist Kari? Ist noch ein Gebiet. Aber da hinten ist noch was. Ritzthars Trost. Müssten wir gleich auch mal machen. Wer ist denn das jetzt? Betretet. Ja. Na toll. Schwimmen. Was? Echt? Ach, Hasaks. Ich lese die ganze Zeit Hakan. Oh Gott. Ach, Dieb ist gut. Kann ich nicht stehlen, weil ich das DLC, weil ich das Diebesgillen-DLC nicht habe. Voll blöd. Hier liegt überall so Diebesgut rum und ich kann es nicht mitnehmen, weil ich das DLC nicht habe. Ich kann sie dir halten, die Diebesgilde. Nice. Annehmen. Wupp. Was? Wo? Echt, ja. Wo? Ja, hier. Und das hättest du dir verlassen, ist auch nur für mich. Konntest du jetzt... Ist da nichts mehr zum Looten? Kiste? Nein, das sind nur leere Kisten. Ja, dann ja. Geht es genauso hier wie davor auch. Dass es nur hier halt geht für einen. Wie sah denn der Gegenstand aus, damit ich das mal ungefähr... Eine blau leuchtende Kiste. Die man nur öffnen kann, wenn man das Diebes-Gilden-DLC hat. Was ich nicht habe. Hey, Schlüssel. Innereien. Nö, ja. Also ist hier jetzt zumindest auf Anhieb keine blau leuchtende Kiste. Aber hier sehe ich einen Kari. Mit dem muss ich reden. Töte Hasak. Abgeschlossen, sprecht mit Kari. Hey. Wollen wir noch kurz warten, bevor wir ihn töten? Ich bin ja noch nicht mal bei euch. Deswegen, ja, sage ich ja, ob wir warten wollen. Weil ich weiß, musst du dir auch mit diesem komischen Kari oder wie der heißt reden? Ja, ja. Du bist da. Gut. Natürlich, wir haben noch dieselbe Quest. Ihr habt nicht den Willen dazu, aber ich, Welpe. Leichte Rüstung, sehr schön. Leer, leer, leer. Pff. Oh, ich habe eine Ratte getötet. Oh. Oh. Tut mir leid. Oh. So. Hier noch nichts. Sulana zurück. Hier noch nichts über Bücherregale. Ja, nur zu dritt, ja. Der eine hat sich schon verabschiedet. Rang 2 bei Versorgen erreicht. Hey! Ja. Schick, schick. Keine Ahnung. Alter. Die Veränderung von dem Rahmen ist krass. Rang 4 bei Schneiderei erreicht. Du läufst einfach an einem Gegner vorbei. Hä? Oh. Du bist einfach an einem Gegner vorbeigelaufen. Ja. Oh. Vorlage, ey, ich find nur sowas für Regale und so, also für Wohnungseinrichten toll. Ja, ist doch geil. Komm, ich werde auf jeden Fall ein Haus. Ja, ich mir ja du auch, kann, aber jetzt mal ganz Haus ehrlich, gratis. Wie oft sind wir denn da drin? Ja, das ist scheiße. Du bekommst ein Haus komplett gratis, aber die restlichen kosten wirklich sehr viel Gold. Oder naja, Geld. Es geht. Was habt ihr getan? Hey, level up. Ich habe die Inbrunst. Oh, Liederstiefel, der Magika. Hey. Was? Betretet das Versteck von Hasak? Scheiße. Da sah ich schon ein Level up. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Was nehme ich denn da jetzt? Ahorn Froschstab. Ich werde unter den zwei Monden tanzen, wie ihr mich gelehrt habt. What? Ja, was? War das? Oh nein, betretet Hasaks Versteck. Warum? Dann... Keine Macht in Skoma, Errungenschaft. Ich muss nochmal diesen Hasak töten. Ja. Kann es irgendwie sein, dass du also Missionsdinge überspringst? Wer ich? Ja, du. Ja, du. Nee, ich wusste nicht, dass ich einen Schlüssel brauche. Steht da zwar nur als Questaufgabe, aber okay. Brauchst du? Ich habe auch keinen Schlüssel geholt. Ich aber.
Ich habe Schlüssel geholt. Okay. Wahrscheinlich warst du nah genug dran, um mir mitzubekommen. Das ihr rennt ja alle vor, ich sag's immer wieder. Könnte dann sein. Dann renn doch mit vor. Ich guck mir ja wenigstens noch ab und zu mal die Gegend an. Ich muss mir die Gegend nicht angucken. Ich hab sogar schon die Höhlenforscher-Trophäe aus dem Altmeri. So. Ist das vielleicht eine blau leuchtende Kiste hier? Guck mal, da oben ist Ritras Trost, da müssen wir auch noch mal kurz hin. Wenn du auf die Karte guckst. Nö, wir gerade hier am Fähigkeiten sortieren. Wow, jetzt habe ich zweimal diese Vorlage für dieses so. Regal. Benötigt Rang 4 in Schneiderhandwerk. Ja, toll. Also eine Quest haben wir hier noch. Die Wurzeln des Übels. Habt ihr die Quest auch? Nö. Kein Plan. Welche Prophezeiung habe ich immer noch. Machen. Ja, dann müssen wir da gleich nochmal hin, damit ihr die auch annehmen könnt und wir das auch noch machen können. Wer bist Lol. Du? Hui, nice. Hör auf mich zu hauen. Und wir haben auf jeden Fall noch nicht alle Himmelsscherben hier. Und jetzt siehst du wo? Ultimative Fähigkeit. Habe ich jetzt eine Ulti freigeschalten oder was? Ja. Musst du nur skillen. Das ist der große Kasten, wo du L1 und R1 drücken musst. Todesstoß. Jawohl. Hinterhalt oder Lotuslöscher? Gehört das mit zu den Fähigkeiten, musst du sagen? Hinterhalt, ja. Okay, ich muss Hinterhalt skillen. Alles klar. Hey. Da. Seid ihr jetzt? Ich hab noch Gen Auridon, ich hab die fehlende Prophezeiung, ja, die zwei hab ich. Uns fehlt noch ein Teil in dem Gebiet hier. Ja, da hinten ist so ein Ausguck. Ja, der Ausguck, aber uns fehlt noch etwas. Uns fehlt noch der Tempel des dunklen Mondes. So, der liegt so oben auf der Karte sein und von abgesehen bei uns fehlt immer noch diese Windfängerplantage, die du ja vorher schon geholt hast. Hä? Also wie gesagt, ich habe zwei Quests am Laufen, was mir fehlt, keine Ahnung. Ja, mal du einfach fehlende Prophezeiung, ne? Windfängerplantage. Nee, nicht fehlende Prophezeiung. Für fehlende Prophezeiung müssen wir ins Dolchsturzbündnis. Ah. Das ist auf der anderen Seite der Map. Ich laufe jetzt aber mal zu dieser Plantage. So, egal. Sonst müssen wir ja später nochmal überall hinreisen, um zu gucken, was wir noch brauchen und was nicht. Kann der jetzt auch gucken? Ah, ja. Ja, ich renne ja jetzt hin. Venture. Wohin rennt ihr jetzt? Also er redet sich ja scheiße Plantage. Ja, du hast doch gesagt, dass uns das noch fehlt, oder nicht? Ja auch, aber wäre es auch so sinnvoller, wenn wir zu dem Ausguck gehen, der da rechts oben war. Da war ich gerade. Rechts oben Ausguck. Ritas Trost. Bin ich gerade schon hingegangen. Das ist das, was ich meine. Jetzt zum Beispiel wird mir wieder nicht die Krone angezeigt. Hier ist eine Quest. Hä? Stimmt. Hier ist ein Geist erschienen, einfach eine Quest. Ich weiß nicht mal, wo ihr hingerannt seid. Hier mitten im Nichts ist einfach ein Geist erschienen, der uns gerade eine Quest gegeben hat. Dunkles Wissen. Ich bin wahrscheinlich nicht mal im selben Gebiet wie ihr.
klar bist du im selben Gebiet. Du bist nur in der Stadt und wir sind nicht in der Stadt. Ja. Also ich meine, theoretisch die ganze Marke jetzt abzuklappern, ist halt eh fast ja eigentlich für den Arsch, weil wir die Quests große Zone immer haben. Gehen wir einfach weiter. Weil die Marke kannst du nicht weiter sichtbar machen, wenn du die Karte kaufst. Karte kaufen? Ja. Dann werden alle Marken auf der Karte gesetzt. Wo Himmelscherben sind, wo Verliese sind, wo Ausgucke sind, wo alles sind. Wo kann man das denn kaufen? Händler? Ernsthaft? Ja. Ist ja blöd. Selber Kunden ist doch viel spaßiger. Nee. Weißt du, wie groß die Gegend hier also sind? Also mit meinem ersten Charakter habe ich ganz halt mehrere Domänen so erkundet und auch die Höhlen und auch alle Höhlen markanten Orte so gemacht für die Höhlenforscher-Trophäe. Also wie komme ich jetzt dahin, wo ihr seid? Ja, wieder zurück. Weil du bist ja jetzt ganz oben, du musst ja runter in Norden, Süden. Die Karte siehst du ja. Ich habe jetzt viermal gefragt, wie ich da hinkomme, hat mir keiner gesagt. Guck auf die Karte, wo wir sind. Ich komme hier immer noch nicht klar. Das ist wie bei Borderlands. Mit der Karte war ich am Anfang total überfordert. Aber ich jetzt wenigstens richtig, ja, ne? Aber wieso würden das nicht... Ach so, jetzt... Boah. Wetten, wir sind fertig mit dem Spiel und so zwei Jahre danach habe ich das voll verstanden. Ich mach mal ganz kurz die dunkle Wissen-Quest. Ja, die machen wir gleich auch. Ich hatte nur Erfolg, bis sie da ist. Ich warte mal am ersten Folianten. Der ist random, bei mir war er gerade direkt hier am Fuß. Der ist auch wieder aufgeploppt. Ach, ja? Ja. Na, okay, dann ist es der zweite. Hier, wo ich bin. Ja, hier müsste irgendwo ein Geist sein. Könnte es sein? Olga? Dunkles Wissen oder so. Jo. Ne? Jo. Ja, dunkles Wissen. Ich warte hier am in der nächsten Location. Auf euch beide. Was guck mal, Käfer. Eine komische Fledermaus. Das ist Jute. Was? Ja, es ist die... Ach, machen wir Damage, umso weiter die Gegner weg sind. Da. Ach, Eisenerz. Ja, der Heiler macht das schon, ne? Easy. So, wohin muss man denn? Erlangt den Folianten, ne? Irgendwie sowas. Mhm. Ich warte hier gerade vor euch. Hey. Ach da, da liegt einer. Hey. Nee, das ist ein Tagebuch. Scheiße. Hi. Dip. Das ist irgendwie cool, meine Fähigkeit sieht ein bisschen aus, als ob ich winken würde. fuck. Ich brauche mich gar nicht wundern, warum ich so wenig Fähigkeiten gerade einsetzen kann, weil die noch alle über Ausdauer laufen. Weil ich habe ja jetzt schon zwei umgeskillt. Und wenn ich da durch die Kante renne und dann Monster da hab und mit der Ausdauerfähigkeit angreifen will, ja. Ja, deswegen ist das ja auf Ausdauer skillen. Was ich ja mal meinte. Und nicht mit Rüstung. Ich mach nur Ausdauer, ich mach kein Leben, kein Magiker. Ja, passt. Und du solltest mittlere Rüstung tragen, weil die auch auf Ausdauer geht. Ich mach leicht mittelschwer, damit ich einfach alles ein bisschen nebenbei machen kann. Ja. Ja. Das ist ja genau das, was ich meinte. Hat die mittlerweile jeder. Also keine Klasse rennt nur in Schorf rum. Gibt's nicht. Das habe ich. Also ich habe kein Bild gefunden, wo einer komplett nur leichte Rüstung anhat. Keins. Kiste. Ist Macht. So, einen Folianten brauche ich noch. Ja. Wir auch. Aber erstmal Kiste öffnen. Braucht jemand schwere Rüstung? Hier ist ein. Ich hab schwere Schultern, schwere Füße. Braucht die jemand von euch beiden? Nö, das lohnt sich noch nicht. Wir sind so low level, da ist hier das Gear scheißegal. Alter, meine Ulti hat gerade das Vieh fast gewonnen hittet. Ich hab meine Ulti noch gar nicht, die ich brauch.
Ultimative verschwendet an einem kleinen Gegner? Ja und? Warum nicht? Segel okay. Wieder voll. Ja, okay. Und ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ich kenne es nicht. Ich will das sehen. Wenn ich eine Ulti habe, will ich die sofort nutzen, um zu sehen, was die kann. Aber wirst du mir ehrlich, du hast schon deine Ulti? Ja. Ich hätte sie auch, aber für meinen falschen Skillbaum. Für eine Heiler hätte ich sie. Achso, ich weiß nicht mal, ob ich die richtige habe. Ich brauche ungezügelter Schlag, keine Ahnung. Ich habe irgendwas genommen, bei Meuchelmord, einfach. Das könnte die richtige sein. Einfach. Ja, die heißt bei mir anders, das kannst du ja sagen, wie die heißt bei mir. Bei mir heißt die Todesstoß. Die verändern sich ja sowieso nach dem, du kannst sie ja verändern, dann heißen die ja auch anders. Ja, das Symbol ist relativ das gleiche. Also das Symbol ändert sich nur minimal. Also da kannst du es eher davon ableiten, ob du jetzt richtig bist oder nicht. Okay, warte mal. So guck ich es nämlich bei mir aus, das gleiche Problem habe ich auch. Ah, guck mal, hier ist wieder so dieses Gut. Wovon wir gerade geredet haben. Ja, also vom Bild her sieht die genauso aus, nur dass bei Todesstoß das Messer noch so ein bisschen fuckt. Also wird das wahrscheinlich die richtige sein. Ja, vermutlich ja. Sieht das da genauso aus. Ja, hier nimm mal das Diebesgut dann. Ja. Na, ich kann es ja eh nicht mitnehmen. Ich das jetzt ja, aber Holger, dass er es halt mal sieht. Das Ding hier. Mal kurz gucken. Ja, despawned. Okay, geht nur für einen. Na, jetzt hab ich's doch. Nice. Ja. Danke. Und da ist der Vogel. Ich hack nochmal Ahorn. Ich nehm das mit. Ja, klar, ich nehm auch das mit, was ich sehe. Gerade über Blümchen eingesammelt. Dann nochmal eins. Nach dem Folianten müssen wir dahin, wo die andere Quest ist, die wir noch brauchen in dem Gebiet. Das ist praktisch. Ist eigentlich meistens so. So hast du ja zumindest ja damals auch immer. Du musst eigentlich so an sich immer nur ein, maximal zwei Quests annehmen, dann wirst du überall eigentlich hingeschickt, wo du hin solltest, musst. Sehr was nice. Sind diese? Ach, das ist ein Tempel. Okay. Blümelein. Aber der Typ hier, den ich hier spiele, der macht schon Spaß mit dieser Portfähigkeit. Einfach hinter die Gegner, das ist geil. Ich finde, also ich persönlich finde, Nackling ist sogar die schlechteste Klasse. Was? Also von meinem Spielstil her finde ich den am schlechtesten. Mein Spielstil ist, ich hau den aufs Maul. Fertig aus. Ja, guck mal, ja, gehört die mal bei YouTube ein oder bei Reddit oder so. Best PvP Class. Da siehst du immer nur Stamina Nightblade. Also Ausdauer-Nachklinge. Was anderes schlagen die nie vor. Oder halt das, was ich spiele. Stem Warden. Magica Warden. Oder Stem, je ja, nachdem. DLC, weil ich die Klasse nicht besitze. Ey, das fällt mir jetzt erst auf. Mein Schwert hat so einen Blitz. Voll leid. Ja, der Tempel ist dunkel. Errungenschaft, Pfadfinder von Kinatis Rast. So. Blaupause, los, Ohrmische, meine Käferchen. Nimm ich mit. Habe ich zwar geklaut, ist mir aber egal. ich klau hier, ist schlimm, Lene. Nee. Ich sehe ja niemanden, also von daher. Wer findet? Schweineborstenbürste. Mein Invi ist fast voll. Scheiße. Oh, nice. Du hast echt Inventarprobleme. Ich nehme alles mit. Ich würde, wenn ich auch alleine spiele, dann kannst du eins wissen. Ich porte mich jedes Mal zurück zur Stadt, wenn mein Invi voll ist. Normal. wo ist überhaupt die Questbar gerade hinten? Oh! Ey, aber jetzt mal im Vergleich zu meinem ersten Charakter, der macht jetzt schon, da ich ja ein bisschen nach dem Skill-Ding gehe, der macht schon Schaden. Ja? Das einzige, was mich stört, laut denen ihre Skillung, muss ich meine Viereckfähigkeit später ablegen. Das ist doof, weil das ist eigentlich meine Finisher-Fähigkeit.
Jo, du kannst ja immer noch variieren, ne? Weil die Builds sind ja so gesehen nur die, die halt von mehreren beschädigt worden sind, dass die halt in der Kombination arschgeil sind. Ich hab dunkles Wissen abgeschlossen. Geil. Mein Schwert kann sich nicht entscheiden. Mal blitzt es, mal hat mein Schwert Feuer. Ach ja. Ich hab die Bücher verbrannt. Das ist sie. Das ist der lügende Geist. Es ist ganz, du musst dreimal drücken, damit die Bücher verbrannt werden. Oh, shit. Da war ja was. So, Controller leer. Das heißt einmal neu. So. Baby. Ja, danke. Nur ein altes Schmuckstück. Oh, Kornblume. Alles klar, komm, ich nehme die Blume auch noch mit. Mein Invi ist voll scheißegal. Läuft. Himmelsscherbe. Was, wo? Was ist jetzt schon wieder? Hier vorne. Hier vorne, sagt er, ganz im Arsch der Heide ist. Hier, wo man die Quest für die Plantage bekommt, bin ich. Hier ist die Quest. Ich höre euren Schmerz. Dann müssen wir für die Quest runter und hier sieht man das leuchtende Himmelsscherbe. Ah. Nein, 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 nein. Oh, Schwein gehabt. Ich wäre beinahe komplett in der Höhle gefallen. Daneben ist eine Höhle. Ja, da müssen wir rein. Für die Wurzel des Übels. Quest. Ist das jetzt so ein Fertigkeitspunkt, so alias für Fähigkeiten oder für Ausdauer, Magika und Fähigkeiten? So ein richtiger Fähigkeitspunkt. Ein richtiger, richtiger Fähigkeitspunkt. So, wie heißt ein Attributpunkt. Die Wurzel des Übels, ne? Ja. Ja. Nach dem wenn sie nicht. Die Wurzeln heilen, das kann ich auch. Minerhüter. Jetzt weiß ich, warum ich die Quest kenne. Die gibt's, gab's bei der Normalversion, also bei der Tamriel, egal wo du gestartet bist, gab's die auch. Die ist haargenau dasselbe. Und wo ich die beim ersten Mal gespielt habe, hier ist Eisenherz, war noch eine Riesenschlange in dem Scheißbau. Und ich habe die nicht gesehen. Die hat mich eiskalt gekillt. Autsch. Ist hier nochmal Eisenherz? Nehme ich gerne mit. Hä? Ey, lass dir mal die Tierchen in Ruhe. Nö. Du meinst die Tierchen, die uns zuerst angreifen? Hey! Nein, nein, ich meine nicht euch. Ich meine, die bösen Tierchen sollen die lieben Tierchen, die in grün dargestellt sind. Cyrodiil wartet. PvP, ich komme, tschüss. Hey, hast du mit Level 10? Ah, hier ist noch ja. Essen, das nehme ich mit. Cool. Was habe ich denn jetzt hier? Fähigkeiten. Bist du schon Level 10 oder was? Ich bin noch Level 9. Oh, nice. Wir sind in der richtigen Fraktion. Almeri und Ebenherz klöppeln sich. Durchsturz wäre das Schlechteste. Cool. Boah, es gibt 7 Tage Kampagnen. Geil. Das klingt doch glatt wie Kaiser Incoming. Nice. Hoffen wir es mal. Aber Jörg, hast du so eine EP-Boost-Rolle benutzt? Ja, die, wo wir doch gekriegt haben. Diese 2 Stunden 50%. Ich hab dich vorhin 2-mal gefragt, soll ich die nehmen oder einlagern? Und du sagst zu mir einlagern. Kein Wunder, dass du schon Level 10 wirst. Ich hab extra gefragt, was soll ich denn mit den EP-Rollen machen? Okay, echt? 2 Stunden lang 50% mehr Leben benutze ich beim nächsten Mal, wenn wir spielen. Ja, Mai, als ob es jetzt auf die Level ankommt. Ich kann auch schon mal die Quest besser machen und mit der reden.
lieber das. Oh, ey, der Baum ist hier diese ja? Naturwächterin finde ich voll cool gemacht. Mit diesen leuchtenden Giftgrün. Ah, nice. Cool, ich habe einen Heilkreis. Hat sonst keiner. Cool. Was bringt dir das bei mir, Affen, der sowieso nur in der Gegend rumrennt und alles angucken will? Ja, besser wie der sehr viele von mir, ne? Der bringt dir aus Recht nichts. Oh, der Wurzelspalte. Boah, Level 9. Sau. Flammenstab, das Propheten. Biedenhänder, das Propheten. Das klingt nach dem, was ich brauche. Zwei Hände, Anspruch. Ich glaube, dann können wir jetzt auch gerne einen Auridon machen. So, Inventar. Würde ich mal sagen. Oh yes, Biedenhänder des Propheten macht mehr Schaden. Her damit. Wie sieht er aus? Ja. Oh yeah. Wieso kannst du ein Pferd haben, hä? Achso, mit Level 10 oder so, ne? Je nachdem, also wenn du schon mal 50 Grad ist hier, geht's auch vorher. Wie mach ich denn den Chat wieder weg? Den Chat? Ich habe den Chat gerade aus Versehen angemacht. Jetzt habe ich rechts den Chat. Hä? Wie hast du das denn gemacht? Touchpad und Start. Dann drück doch nochmal dasselbe. Hab ich ja. Und dann kann ich die Nachricht eingeben. Okay, cool. Ja. Ha! Ba! Ka! Ich hoffe, der Chat geht wieder weg, weil der geht mir ganz schön auf den Sack. Oh, was hab ich denn hier? Mach doch aus! Ey, was ist das? Du könntest generell abschalten. Okay, warte mal. Einstellung? Ja, wahrscheinlich bei Oberfläche dann. Boah, könnte sein, ich weiß, ja. Was ich Questgeber, Kompass. Waffenstatus, Rüstungsstatus, Schnellchat aktivieren, aus. Das wird das nämlich sein. Nee, ist immer noch da. Oh. So. Legt fest, wie schnell die Sprechblase vom nach dem Erscheinen ausgeblendet wird. Zeigt die Sprechblase über den Kopf eines Rüstungsstatus, Waffenstatus. Och, was soll denn das? Name. Ach hier, nee, Soziales. Textgröße. Chatfenster aus. Oh, das ist ja schon. Du willst auch noch schnell erkunden, dieses komische Jagdlager-Ding da? Ja, klar. Ich will's machen. Ja, ey, mein Schwert leuchtet. Oh. Yay! Da hier, Halboppel. Hui! Ach, ist ja cool. Überall Blümelein. So Pflanzen. Ja. Aber hier liegt immer meine Käferarmee hier. Na, du bist irgendwie so der Naturheiler. Ja. Und ich bin der andere Heiler. Ja, ja, Jörg kennt sich mit Kräutern aus. Oh ja. Und wie? Ahorn Heilungsstab des Frosts. 2059 Waffenschaden. War das ein Heilungsstab? Ahorn, Heilungsfroschstab. Kann ich den haben? Weiß ich nicht, Jörg, du brauchst den doch auch, ne? Nee, Heilungsdingsbums, da gib lieber ihm mal aus mal. Achso. Weil. Ja. Ich frag nur, weil den letzten habe ich ja ihm schon gegeben. Aber okay. Dann komm mal her. Ja. Warte, bevor ich stehen bleibe. Runenstein. So, handeln. Jörg, brauchst du Zerstörungsstäbe? Hab ich eigentlich gerade schon relativ guten, würde ich mal meinen. Ja, aber wenn ich mal einen finden sollte, dann gebe ich ihn dir. Ja. Wenn er besser ist. So, meine andere Frage. Du sagst, das brauchen wir noch zum Erkunden. Woran siehst du das, dass wir das brauchen? An diesem Auge oder was? Start, Tagebuch, Errungenschaften, Erkunden. Und dann bei... Dann musst du einfach nur auf Halmeri gehen und dann kannst du dir da die ganzen Erkundungssachen angucken, was du da noch alles brauchst. So. Meister Erkunder von Kenners Rast haben wir schon. Ja, ich weiß nicht, ob ich das hab.
Wie gesagt, ihr wart auch ganz schön oft einfach mal vor mir. Aber ich meinte, es gibt ja auch Errungenschaften, wenn man alle Himmelsscherben aufsammelt. Gibt's auch. Wo denn? Keine Ahnung mehr. Die haben ja alles umgebaut hier. Weil ich würde gerne wissen, ob wir alle Himmelsscherben haben. Also ich finde es mittlerweile, auch wenn ich immer noch nicht so viel Ahnung habe, aber trotzdem schon übersichtlicher wie vor ein paar Monaten, Jahren. Weil ich habe das Spiel auch schon eine ganze Zeit lang. Also ich würde echt gern wissen, ob wir schon alle haben in dem Gebiet, alle Himmelsscherben. Aber okay, die Fähigkeit richtet mich auf. Jetzt muss ich nach. Welche Fähigkeit? Mein Todesstoß. Nee, Quatsch, mein Assassin-Klinge. weniger wie 25% Leben, dann macht die so viel Schaden, weil dann macht die 300 Schaden mehr. Das ist dann doch schon ein bisschen. Zum Glück habe ich einen anderen Tempel und weiß deswegen, welche Fähigkeiten gut und welche schlecht sind. Ich weiß nicht mal, welche Quests wir gerade aktiv haben, ne? Wir gehen also dahin zu leben. Ja. Die einzige, die wir im Moment haben, weil ich glaube, wir haben jetzt alle Quests ja auch schon fertig. Ich habe die Prophezeiung, dunkles Wissen, Gen Auridon. Du hast dunkles Wissen nicht abgeschlossen? Oh Mann. Wieso das denn? Zahira, Daho, die Folianten. Verbrenn die Folianten in der Feuerschale. Ja. Wieso hast du das noch nicht gemacht? Das müsstest du auch gleich da vorne machen. Ja, ein Meter vom. Ja, es tut mir leid, ihr seid immer so schnell. Ihr rennt immer vor und dann sagt er, ja, wo bleibst du denn? Ich habe gesagt, ich bin neu und dass ich mich nicht auskenne. Da habt ihr selber Schuld, wenn ihr das so schnell macht. Aber schön, dass ihr es immer eine halbe Stunde später mitbekommt, bevor wir die Insel verlassen. Das ist auch schon mal gut. Wenigstens was. Immerhin. Oh, siehst du mal? Sie ist positiv. Immerhin bekommst du es mit. Das war ein Splitterjahr schon lustig. Die einen questen und einer schaut sich die Gegend an. Ja, questen ist doch viel wichtiger. Gegend anschauen. Vor allem, wenn man die Umgebung schon kennt. Die Bücher verbrennen. Ich kenne die auch nicht. Die sagen mir echt null. Irgendwie. Oh ja, es war einfach nur versoffen. Aber im Grunde ist es doch egal. Hauptsache Quests, Leveln, Loots und Trophäen. Umgebung, ha, egal. Naja, die müsste ja schon sein, die ist bei also bin ich bei weitem anspruchsvoller wie. Ja, wie auf jeden Fall weit anspruchsvoller wie World of Warcraft zum Beispiel. Alter. Jetzt habe ich Gen Auridon und Rhea, hier Prophezeiung. Jo. Ja, Gen Auridon. Weil Prophezeiung müssten wir halt, wenn du mal auf die ganz große Karte gehst, im Grunde nach ganz oben auf die Karte. In ein ganz anderes Gebiet, in einem ganz in die Stadt. Anderen Park. Ja, das ist jetzt für Gen Auridon. Aber für die Prophezeiung müssten wir ein komplett anderes Gebiet. Ich meine, ich muss in die Stadt, weil irgendwie voll. Ja, bin ich auch gerade. Ja, wieso seid ihr so schnell? Weil wir uns nicht damit aufhalten lassen, die Umgebung anzuschauen. Jo, ich habe gerade 8 mal Erze abgebaut. Unser Schiff ist gesunken. Wir brauchen Arbeit, bis das nächste in den Hafen läuft. Wie sollen die Gilde heißen? Nach diesem Sturm werden sie Gilde? Oh, keine Ahnung, ey, da fährst du den falschen. Ich hab sowieso schon immer Probleme, Namen zu finden. Wir verschwinden mit dem nächsten Schiff, das wir bekommen, ja? Habt ihr eine bessere Idee? Nenn die Gilde doch die Trophäenjäger, keine Ahnung. Die Outlaws! Du bist Scott Hall, ich bin Kevin. Ja, kannst du einfach gleich auch Fliegen nennen. Ja, das ist doch wunderbar. Echt jetzt? Ach, keine Ahnung. Ist mir eigentlich egal. Finde ich eigentlich fast hier mit dem Holger sein Vorschlag fast sinnvoller, weil das geht halt einigermaßen noch, sag ich mal, in Richtung RP. So, werde ich die Outlaws nehmen? Ja, ist mir jetzt halt auf Anhieb gerade eingefallen, weil ich halt bevor wir losgelegt haben, noch hier mit Scott Hall und Kevin Nash gespielt habe. Das war jetzt nur so ein Blitzgedanke. Also mir ist es halt immer noch egal. Splinter ist für Fireflies. Lass doch was, oder? Die Serie habe ich nie gemocht. Kannst du die Vikings? Ja,
Ja, mach doch gleich hausstark. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ich gucke ja extra schon auf die Karte, aber irgendwie will mein Charakter nicht. Also, was machen wir jetzt? Nein, ich habe nicht so viel Kohle wie du, Bonze. Gut, ich kann dir ein bisschen, ich kann dir Geld abgeben, wenn du willst. Nee, ich will mir das ja selbst spielen. Ich muss nur die Brücke finden, dann ist alles gut. Hey, wer bist du? Alter. Ich muss auch nochmal zur Bank und ein bisschen Stuff einlagern. Ja, das muss ich auch gleich. Sobald ich da bin. Ah! Aber das ist unfassbar, wie viel hier diese Materialien allein schon hier die an Platz fressen. Das ist der Wahnsinn. Darum tue ich die immer schön in die Bank. Ja, das Problem ist, dass mein Bankfach auch fast voll ist. Das kannst du doch mal erweitern. Gilden haben wir bereits verwendet, Holger. What the fuck? Warte. Da ich eh noch ein bisschen brauche, hast du ja ein bisschen Zeit, oder? Uns fällt schon noch ein Name ein. Ja, genau, Firefly wird Last of Us, ja, sei ja. Aber die gibt's bestimmt auch schon, die Fireflies. Wenn er wahrscheinlich eher eben hat's packt. Hier meine Platz 39 von 60. Boah, ich kann gerade so viel analysieren. Enthält Gegenstände für die Herstellung von Rüstungen, ja. Für Krieger und Metallwaffen, ja. Ach nö, man kann nur eine Sache gleichzeitig analysieren. Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Mit dem Aufleveln musst du ja die Dinger. Oh nö. Feuersteinknochen. Plunder, der nur für Händler einen Wert hat. Ah, okay, also brauche ich sowas wie Panzer und verdorbenes Fell gar nicht aufheben. Auch schon mal gut zu wissen. Kannst du für Geld verkaufen? Das haben sie schön gemacht, dass da hier dran steht, was für welchen Beruf ist und was wertvoll ist und was nicht. Finde ich gut. Lotus-Tee. Noch immer nichts. So, mein Bankfach ist jetzt bei 56 von 60. Und ich habe Tragekapazität immer noch 40 und 70. Also ich muss jetzt noch auf jeden Fall zurück verwerten. Kletterer, wenn Sie nicht bald kommen, lasst uns unsere Verluste begrenzen und zum Festland zurückkehren. Alter Vater, ich will nicht wissen, wie lange ich allein an der Inventarverwaltung in dem Spiel hängen werde. Ja. Mist, ich bin entdeckt. Achso, aufwerten, nein, brauche ich nicht. Verwerten. Und nur das mit der Lupe aufheben, hast du ja gesagt, ne? Ja. Ja, nice. Ja. Dann habe ich das auf jeden Fall mittlerweile begriffen. Geil. Ja, wenn du da zwei, also ich habe jetzt mittlerweile zwei Waffen, die Präzise haben, ne? Wenn du die ja hier rüber scrollst mit der Lupe, da siehst du ja. Mit Lupe präzise und so weiter. Ja, da brauchst du logischerweise ja nur eine Waffe mit präzise. Na, also kannst du eine dann verwerten. Kopf, Torso. Oh, ich hab Schulternteil dabei. Maximales Leben und verstärkt. Ah, bei der Rüstung habe ich natürlich schon mal. Verwerten. Alter, bei den Waffen habe ich entschlossen. Geladen, stimmt. Vergiftete Waffe. Vergiftete Waffen habe ich jetzt zum Beispiel zwei. Also eine verwerten, eine behalten, ja? Aber nicht hier Bogen und Stab, ne? Sondern zwei Bögen zum Beispiel. Oder? Ach so, stimmt. Du musst halt zwei gleiche Waffen sein, ne? Zweimal Keule zum Beispiel, ne?
Okay, dann habe ich allein schon 4 Waffen, die meinen Inventarplatz blockieren und 2 Rüstungsteile. So eine Scheiße. Geh doch zur Bank und schmeiß sie da rein. So mach ich's, zumindest. Die Bank ist voll. Oh. Dann erweitert deinen Bankplatz. Das kostet und das habe ich gerade nicht. Ja, ja. Wie viel Geld brauchst du dafür, um das zu erweitern? Keine Ahnung. Ach du Scheiße, aber für das, was keine Lupe hat, also so grünes Zeug, da habe ich den ganzen Arsch voll. Was willst du denn jetzt von mir? Schulter. Was? Jetzt habe ich da auf einmal stehen links Rüstung. Dann steht da drunter überlegen. Einstickerei. Erfolgschance 15%. Ach, ja. Das war aufwerten. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, und da hättest du halt die Chance von 15%, halt, dass es klappt. Na, logischerweise. Ja, aber das brauche ich ja jetzt noch nicht, oder? Nö. Ja. Das will ich hier doch nicht. Das wechselst du ja hier schneller wie die Unterhosen. Das Problem ist, dass ich immer noch so viel Inventarscheiß habe. Jetzt muss ich noch einmal an die Bank und dann hoffe ich einfach mal, dass das reicht. Das Problem ist halt, ich will nichts liegen lassen. Wenn was grün ist und dann jetzt vor allem ein Lupensymbol hat, dann muss das mitgenommen werden. Ja, deswegen überlegt ihr mal einen Gildenname, da kann er selber nur Gildenbankfach. Mach einfach irgendwas. Gib einfach irgendwas. Alter, wir werden damit ewig rumrennen. Dann nehmen wir doch nicht irgend so einen Billigname. Ist doch egal, wie das heißt. Nicht ganz. Kann man eigentlich auch gestohlene Sachen tauschen? Also handeln miteinander? Ja, im Schwarzmarkt. Ich meine jetzt so austauschen. Nee. Nicht so. Also ich könnte dir jetzt keine gestohlenen Sachen geben, Jörg. Nee, nicht, dass ich wüsste. Auch sie haben das auch geändert. Schade. Weil ich hab 2 gestohlene Helme, 3 gestohlene Brustschutz. So, mein Bankplatz ist voll. Gestohlene Arme. Ah, mir fehlen jetzt noch gestohlene Beine und Teile, dann habe ich... Und welchen Namen machen wir jetzt? Ich Trophäe holen. Keine Ahnung, die Gilde? Namenfindung ist halt schwer. Scheiße. Okay, ich habe meinen Bankplatz gerade erweitert, aber ich glaube, jetzt bin ich 1000 Goldmünzen ärmer. Mach nix. Machen wir noch eine Distanz, das ist locker drin. Wieder. Ja, ich mache mir da eh gerade keinen Kopf. Was können wir denn da mal für einen Namen nehmen? New World Order. Ja, das ist doch letztes Mal. Probier's doch mal aus. Ja, warte mal. Vielleicht geht's doch. Was für ein Name? NWO. New World Order. Ja, aber schon ausgeschrieben, ne? Nicht das hier. Ja, würde ich auch sagen. Aber wie gespannt. Ihr Name wird bereits verwendet. Cool. Oh Mann. Das ist halt immer die Sache, weil es wird einfach eigentlich immer schon verwendet. Oh, sie nehmen sowas wie die Druffklopper. Das hat ihn jetzt ja auch schon verwendet. Naja, glaube ich nicht. Katze. Ich hab eine Katze gewonnen. Warte mal, wenn du die schreibst, das wird ja alles groß angezeigt, denke ich mal. Oder nur der Anfangsbuchstabe, ne? Ja. Also du kannst jetzt keine 3 Wörter oder so nehmen. Die dann jedes Wort groß ist. Weil so war es bei meinem Namen, weil Sneedlewoods sollte eigentlich anders aussehen. Ja, die Gildenname ist ganz normal, ja, also großes D vorne in dem Fall, ne? Also wie du halt normal schreibst. Hä? Warte mal, dann nehmen wir mal, was gibt's noch? Wie heißt denn? Wenn dir was einfällt, schreib du einfach. Ich überlege halt gerade auch noch, aber... Du, das Fireflies können wir ja auch mal probieren. Also so schlecht klingt es auch nicht. Probier's einfach mal.
Nö. Das war mir aber klar, weil Final Price ist nicht nur in dem Spiel so, sondern wie gesagt, das ist ja auch eine saubekannte Serie. Ja. Was könnte man denn noch nehmen? Mach mal Wismec. W-I-S-M-E-C. Was soll das sein? Was soll denn das sein? Ach lol. Ne, ne, ich mach keine Werbung mit dem Gildennamen. Ne, ne. Ah, hier, wie heißt er? Wie heißt denn, Insidious. Was, Insidious? I-N- ja. Der wollte bestimmt wieder sein. Also, I-N-S? I-D-I-O-U-S. Ja, genau. I-N-S-I-D-E-U-U-S, genau. Ne, I-O-U-S. Oder? Ja, oder so. Nö, war klar. Das gibt's doch gar nicht. Den Namen, das ist ein Filmname, Junge. Den Namen tippen alle ein, die Star Wars Lehrer mögen. The Strangers, ja, kann man auch holen. Ja, ich weiß, aber auch hier, oh Gott. Mit hier, na, wegen hier Darth Sidious. Da gibt's ja hier die Star Wars, Verarsche oder was? Nein, die Old Republic hier, Nummer 1 Gilde, die heißt Insidious. Also Clan halt, ne? Ja. Oh, die Strangers können wir auch mal probieren, alles wird auch weg sein. Blackwatch wird wahrscheinlich auch schon weg sein. Aber Versuch macht klug. Was? Blackwatch? Ja. Das ist echt gleich. Das wäre dann. Blackwatch wäre eine Organisation von Overwatch. Ja, ist weg. Kann man sich da nicht irgendwelche Namen vorschlagen lassen? Nö. Soll ich mal probieren mit hier die Truffklopper? Ja, probier mal. Aber wenn das auch weg ist, dann zweifle ich. Was ist denn mit die Looter? Ah, das kann man mal probieren. Ja, was ist ein Looter oder hier ein Truffklopper? Ja, probier erstmal die Truffklopper. Was funktioniert? Ja. Ist doch egal. Ist doch eigentlich egal, was man nimmt. Ja, wenn die Truffklopper funktionieren, ist es cooler wie die Looter. Ja, ja, geht. Hey, immerhin. So. Auswählen, wir gehen hinzufügen. Nach gefühlt einer halben Stunde Namenssuche. Ja, Reaper, Whitewatch. So, plopp, plopp. Was? So viele Anfragen auf einmal. Rein? Alter, ich will nur meine Party in die Gilde einladen. Letzte gleich die komplette Freundesliste ein. Und morgen so, hey, 800 Millionen. Ja. Gildenkrieg kann kommen, hä? Die Gilde ist aber schnell gewachsen. Easy. So, warte mal, komm jetzt hier. Aber wäre der Name nicht gegangen, hätte ich sogar noch einen Gildennamen gehabt. Oh, ich habe fast beim Volk aus der Gilde geworfen. Ja, danke. Danke, ja. Ja, der Zack hier. War das ein Mitglied? Nee, noch mal eins höher. Ja, passt, Offizier. So, wo ist jetzt? Ja, wir hätten unsere Gilde auch nennen können. Hey, yo, that's all. Das ist mir gerade. Bin ich jetzt schon in der Gilde? Ah. Jetzt ging's aus. Jetzt. Ja, ich habe die Fehlermeldung gehabt, ich habe zu viele Leute eingeladen. Zwei, ah, ne? Okay, ich bin jetzt in vier Gilden. Jörg, übertreib's mal nicht, ne? Ja. Warte mal. Oh. Drei Mitglieder. Höp. Was sind denn hier Ränge? Gildenmeister, Offizier, Rekrut, Mitglied. Ah, der ist auch. Damit mein Single. Oh, warte mal. Ja, das passt. Heißt doch jetzt, wenn ich meinen persönlichen Charakter spiele,
dass denen sein Bankfach instant voll ist, ne? Weil das hier jetzt bei mir auch voll ist. Ja, also wenn, dann könnte ich den höchsten schon mal einladen, wenn du seinen Namen weißt. Der wird erst noch erstellt. Ich habe zwar meinen Kratschid, aber ich will was anderes. Also ihr beide seid jetzt Offizier, ne? Also ihr habt die gleichen Rechte eigentlich wie ich, außer halt Gilde verlassen. Also ihr Gilde auflösen, so rum. Und wir können kein Gold aus der Gilden. Was? Warum? Truhe. Ja. Wir können kein Gold aus der Gildenbank entnehmen. Das kann nur der Gildenmeister. Warte. Ja, das ist normal. Und wir können keine Händler anstellen. Das kann auch nur der Meister. Sonst können wir eigentlich alles. Außer die zwei Sachen. Warum oder nicht? Ey, aber Karl, brauchen wir das? Also ich habe hier die Gildenhändler noch nie gemacht. Damals auch nicht. Quatsch. Schon. Keine Ahnung. So, was habe ich denn jetzt überhaupt an? Einmal schwer, mittel, leicht, schwer, mittel, mittel. Warte mal, wenn ich zweimal schwer habe, dann kann ich einmal schwer wegmachen. Kann ich nicht. So. Nee, mein Vater wird nicht. Ich muss noch ein bisschen Stoff leveln. So. Also ich bin soweit fertig in der Stadt. Ich glaube ich auch, aber wie gesagt, ich will dann auf jeden Fall, bevor es weitergeht, erst nochmal aufs Klo. Ich muss mir jetzt noch irgendwo gucken, dass ich mir einen Gürtel und Beine stehle. Was? Dann kann ich mir die Trophäe holen. Die Gilde benötigt 10 Mitglieder, um Gegenstände der Gildenbank einzulagern. Wow. Okay. Das ist neu. Denkt, ihr wollt eine Einzahlung machen, ja? Aber Gildenladen geht. Das ist ja wurscht. Schwachsinn. Das ist ja wurscht. Da kann ich ja zur Not, kannst du da von mir noch zwei Charaktere einladen. Also einer wäre inaktiv und das andere wäre mein Privatchar, den ich halt in Ruhe da spiele. Aber da hätten wir da schon mal zwei mehr. Du kannst ja von deiner zweiten Account wahrscheinlich auch noch mal ein paar einladen oder so, oder? Ja, klar. Eine klasse Showpaar, also nur, da stelle ich halt 4-5 Charaktere und lade sie ein. So Latte, ne? Okay, jetzt finde ich mich auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser in dem Spiel zurecht. Hey. Schön. Strumpf. Wenn ich jetzt hier das Schwein abschlachte, werde ich wahrscheinlich wieder gejagt, ne? Wahrscheinlich. Na, dann lasse ich das mal. Das war sowieso Beschiss. Wo die mich gejagt haben, standen da nicht bewegen, dann werden sie festgenommen. Ich wollte mich festnehmen lassen, dann haben die mich umgemäht. Wahrscheinlich hattest du so viel Kopfgeld, dass sie dich gar nicht erst festnehmen. Wieso so viel Kopfgeld? Ich habe aus Versehen bei einer Schatulle X gedrückt, hab gemerkt, dass das stehlen ist und hab's abgebrochen. Und trotzdem haben die mich durch die Kante gejagt. Alter, ich hab nicht mal was gestohlen ist. Hier hat fast mal einen schwarzen Kaffee eingelagert. Der muss immer dabei sein. Was denn? Ohne Kaffee geht dir nix. Was denn? Ja. Ja. So. Wieso hast du nur so viel blaue Schatzkarten? Ja, aber teurer Paket. Ich auch. Truhen aufmachen. Ja, Abenteuerpaket habe ich ja auch. Ja, also, dann mach halt mal die Kisten auf, die da dabei waren. Ja, ich weiß halt immer noch nicht, wo das ist. Achso. Sammlung. Inventar. Und da müsste ich dann einen Nutzgegenstände. Nutzgegenstände. Da habe ich einmal das Kronenstärkungsmal. Okay. Schatzkarte. Ach, die habe ich geklaut. Okay. Okay, ich habe doch was geklautes, aber. Und Verbrauchsgegenstände oder sowas hast du da auch drin? Weil die sehen nämlich nicht mehr, wenn ich das nicht mehr habe. Verbrauchsgegenstände sehe ich bei mir auch nicht, also scheine ich die gar nicht zu haben. Ich weiß auch, dass ich früher ein. Also wo ich das bei der Tamriel-Edition gespielt habe, dass ich da irgendwo so ein Reittier halt auch rausgezogen habe und da soll ich sagen, friedlicher Begleiter. Ja, die sind ja auch so der Begleiter, Sammlung Begleiter. Da habe ich einen Hund. Ohne Aussehen, Kapitel DLCs. Was habe ich denn? Ach ja, ich habe auch einen Hund, aber meiner sieht cooler aus wie deiner.
Guck dir mal meinen an. Hier, ich bin, ich stehe neben dir. Aha. Das ist ein Hund mit Rüstung. Ja. Läuft bei dir. Warte, hü, ich hab ein Pferd. Olle. So, gut. Und wie steige ich da wieder ab? Wie steige ich mit meinem Pferd wieder ab? R2, L2. Oh, oder nur L2. Ja. Komm hier an, hier. So. Ja, also. Ich habe gerade R2 gedrückt, da hat er mit seinem Schwert rumgefuchtelt. Bisschen weiter und ich hätte einen NPC gehauen. Also ich will prinzipiell schon mal beim Ruderboot, weil ich dafür nehme ich auch noch kurz ab. Im wahrsten Sinne. Ja gut, ach, ich gehe auch erst aufs Klo und dann renne ich zu dir, weil wir standen jetzt da und haben auf dich gewartet. Ach so? Oh. Ja, ich gesehen, dass du schon da bist. Bin da. Ja, ja gut, aber ich gehe ja doch pickeln und dampfen. Na, also. Ich brauche auch nochmal kurz einen Spaziergang zur Toilette. Aber noch vorher noch Blümchen hier an den Strand pflanzen. Höp. Wie rettet man schneller? So wie du rennst. Ja, okay. L3. Ja, ich fahr nur, ich will nicht wieder was Falsches tun. Ja. Also Go lass jetzt auch, ja? Ja, ja, aber ich hau jetzt auch erstmal ab. Okay, passt. Also, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ah, ja, Splinter, ne, die auch, ne? Schön hier, ja. So nach in dem Fall doch, ne? Und dann bis Montag, wenn du willst, ne? Wünsch was. Also, für alle anderen bis gleich. So, lass mich auch, ja. Vielleicht sollten wir in ein paar Blitzableiter investieren.
So, wieder da. Willkommen zurück. Okay. Achso, ihr seid immer noch da hinten. Gibt's da noch was? Wo? Da, bei euch da hinten? Ja, ich habe ja noch zwei Kisten. Ich habe ja noch zwei Truhen gefunden und geöffnet. So ein Ding geht. Auf jeden Fall gibt's hier nichts Interessantes. Leer. Baby. Oder nicht? Oder nicht? Baby. Tja. Na dann. Jetzt habe ich hier zwei Pfeile. Sprecht mit Kapitän. Wie ist denn das in dem Game? Bringen die optionalen Ziele, wenn man die macht, mehr? Ja, mehr IP dann. Gut, dann habe ich es richtig gemacht. Habe ich vergessen. Ups, da ist Queen. Naja, bin ich auch gerade drin. Zweitgrößte der Insel von Somersend. Was? Euch suche ich. Huch. Tag. Ich grüße euch. Oh, steht direkt ein Questgeber vor der Nase. Ja, ja. Euch suche ich. Weißt du, wir sind noch nicht mal aus dem Schiff draußen. Ah, wo wartet denn? Spaß. Na komm, hüpf da hoch. Mein Gott. Will er nicht. Hast du auch gerade das Problem gehabt, Holger? Nee, ich bin ins Wasser gesprungen und dann zu der Nebenquest erst hingerammelt. Und da hinten ist noch eine. Muss man halt nur sagen, welche Quest wir dann verfolgen, weil. Ja, je nachdem, was die Karte sagt. Am sinnvollsten wäre das der Seelenberaubte in Kalthafen. Seelenberaubt, okay. Ja, einer läuft jetzt nach links ja, an. Ne? Also, ihr nehmt jetzt gerade auch zwei alle Nebenquests an, oder was? Ja, ne? Oh, da stand gerade Sneedlewoods. Aha. Ein schön. Der alte Rast, ich werde sich. Ich. Gut. Ich möchte, dass Sprecht ihr mit dem Gönner. Nein, worauf wartet ihr noch? War das jetzt eine Nebenquest? Machst du jetzt gerade aus meiner Nebenquest? Dann nimmst du die jetzt an oder rennst du da jetzt? Weil theoretisch hier für die Quest müssen wir auf die andere Richtung. Achso, sorry. Ja, ich bin durch die ganzen Anzeigen verwirrt. Es sind so viele. Dann nehmen wir halt aus Wahl lernen, geht ja auch. Ich schnall das mit diesen, wenn das umrandet ist, noch nicht so richtig. Ja, also schwarz,
Na, ist hier Nebenquest, die du noch nicht hast. Ja, und Weiß umrandet ist Nebenquest, die man annehmen muss. Aber ich sehe das Weiß umrandete nicht immer. Wenn ihr einen... Jetzt bin ich gerade, so das stellt bei mir das Gästezimmer in Maras Kuss. Alter, Alter, wie viel Quest hast du denn hier? Jetzt bin ich hier in so einem leeren Gästezimmer und das hat jetzt so lang gedauert. Das ist der, das Housing. Das ist Beispielhaus. Das ist ja noch kleiner wie ein Knast. Wenn du da ein Klo reinstellst, hast du keinen Platz für ein Bett. Stellst du ein Bett rein, hast du keinen Platz für ein Klo. Und wenn du aus dem Fenster pinkelst, wirst du von den Wachen gejagt. Oh, und das dauert so ewig. Ich dachte, weil da die Anzeige wieder so komisch war, dass da die Quest drin ist. Ach, die Quest ist wahrscheinlich eine Etage höher. Hä? Was machen wir denn jetzt hier überhaupt? Ich wollte eigentlich gerade die Nebenquest annehmen, aber irgendwie ist die... Ah, jetzt ist sie da. So. Wie würde denn so eine gemütliche kleine... Ich habe hier gerade dieses Housing da angenommen. Na schön, es gibt... Oh, sicher. Hervorragend. Ihr werdet jetzt, sie selbst. Ich hoffe, das Zimmer gefällt euch. Ist da hinten noch eine Nebenquest? Euch einfach ganz wie zu Hause. Du hast ja gesagt, die nehmen wir gerade an. Ja. Was denn jetzt? Jetzt habe ich ein schwarzes Bild. Warum lädt das jetzt? Jetzt bin ich in Wodka. Was soll denn die Scheiße? Ich habe nur Nebenquests angenommen. Du bist in den Wagen eingestiegen. Das ist die Quest, die weitergeht, das sechste Gebiet. Die will ich aber nicht. Kann ich wieder zurück? Scheiße. Prinzipiell ja, würde ich mal meinen. Okay. Bankorei. Seid ihr in Bankorei? Nee. Pulkelwacht. Oh shit. Auridon. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ich bin... oh Gottes Willen. Ich wollte nur die Nebenquest annehmen und auf einmal schickt die mich dahin. Ich porte mich zu euch. Alter, hat mich das weit weg geportet. Wollt ihr zum Gästezimmer in Marus Kuss reisen? Ja. So, ich komme wieder zurück. Sorry, das wusste ich nicht. Aber jetzt habe ich schon mal zwei neue Orte entdeckt. Ist ja auch schon mal schön. Willkommen, mein Freund. So, ich verbessere mal meinen Gaul, ne, dass er schneller reitet. Lass mich raten, das kostet Kohle. Ja, 250. Oder Tragekapazität ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Boah, ich glaube, ich werde da, wenn ich das Geld habe, Tragekapazität nehmen. Ja, du musst halt jetzt einmal entscheiden, weil du kannst ja die, die Pferde nur einmal, also eine Fähigkeit am Tag erweitern. Ganz ehrlich, ich werde die Tragekapazität nehmen. Ja, nehme ich auch erstmal, ja. Aber was, warte mal, erhöht die Tragekapazität bis zu einem Maximum von 60, stand da ja jetzt gerade bei dir, habe ich gelesen. Ja, das ist ja nochmal 60 Gegenstände mehr tragen. Ach so. Okay, also ganz klar, Tragekapazität. So, dann bleiben wir da stehen, ich komm. Jo. Jetzt habe ich nämlich auch, hä? Oh lol, die spawnt dann sogar. Lol. Doch nicht da ist jetzt. Willkommen, mein Freund. Ja, 20 Stunden, kann ich nächste. Gar nichts. Stallmeister, oder? Ja. Also Tragekapazität. Jo. Genau. Kosten für das Erlernen. Achso, jetzt habe ich da eine 1 stehen und jetzt erlernbar in 20 Stunden. Ja, da kannst du die nächste Fähigkeit machen. Zum Beispiel was ich dann Regelgeschwindigkeit oder so.
Ich mach Tragekapazität, weil das Pferd ist für den Anfang nur schnell genug. Also meiner Meinung nach. Naja, also 60% so, mach ich auch. Aktiv habe ich jetzt Sprecht mit dem Gönner, also Seelenberaubt in. Ja, können wir eigentlich auch. Ja, du hast doch gesagt, Seelenberaubt ja. Wollen wir machen. Ne denn? Ey, aber das ist doch göttlich. Und das ist jetzt immer auf Dauer, oder? Ja, ja. Mit dem Tragekapazität. Oh, cool. Das ist, also das finde ich nice. Weil damit hat sich ja jetzt zum Beispiel auch, wenn ich meinen Zweitcharakter spiele, schon wieder die nächste Frage geklärt, wie ich zu mehr tragen kann. Jo. Böp. Aber wenn man so ein bisschen dahinter gestiegen ist, ist das schon richtig, richtig gut durchdacht, das Game. Ja. Was ich sehe, ist immer so brutal, viele Leute spielen. Weil ich mal davon abgesehen, die Lore ist ja auch arschgeil, ne? Aua. Ich hab eine auf die Mitte. Au! Du auch gerade, okay. Oh oh. Jawohl, ist hier voll gegen Diablo oder was? Ja, aber immer noch besser wie der Azazel oder Azrael oder wie der hieß. Ja, stimmt. Der war nervig. Aber ich habe gerade auf die Stelle des Bücherregals, was daneben stand, aktiviert. Aber ja, so mal irgendwas bum-bum gemacht. Okay, da muss ich dann nochmal da rein. Oh, hallo. Jetzt bin ich in den Kerker. LOL? Das ist der Start bei Tesor Standard. Das ist Intro. Das wollte ich gerade sagen. What the fuck? Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet den finde einen Weg, um aus Kalthafen zu kommen. LOL. Ah, Hauptstory-Quest ist das. Ah, okay, lol.